Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Segelradio. Mein Name ist Hinak Weiler und in dieser Folge entführe ich euch zu einem kleinen Abenteuer um die halbe Welt. Südsee dümpelt gerade nämlich die Segeljacht Inti herum und an Bord dieses Schiffchens sitzen Capitano Jonathan Buttmann und Capitana Claudia Klavin. Erstmal ein ganz herzliches Hallo. Hallo. Hallo, Jorana. Jorana, genau, wie man sagt hier in Polynesien. Das ist sozusagen der einheimische Slang, Jorana. Jorana, genau. Jorana, sehr schön. Wie hallo. Ja, Jorana, sehr schön, super. Ihr seid gerade da gemütlich auf der anderen Seite der Welt. Also ich sitze ja hier in der Schweiz und ihr seid in Polynesien, wie ich das richtig schon vermute jetzt. Richtig, also wir liegen gerade hier vor Anker in Morea und ja, genießen hier die Zeit in Polynesien. Sind seit ungefähr, wie lange sind wir hier? In Französisch-Polynesien. Seit Mitte Mai. Seit Mitte Mai sind wir hier, genau, und genießen es sehr. Genau, da habt ihr auch gerade, ich habe eben nochmal die Bilder genossen, ein wunderschönes Video gepostet, wie es da so unter Wasser aussieht. Ja, schönes türkises Wasser, bunte Fische, Schnorcheln. Wir sitzen hier gerade so, es hat gerade ein bisschen geschneit draußen hier in der Schweiz. Macht mir ein bisschen Sehnsucht und deswegen dachte ich mir, das ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, mal mit euch ein bisschen zu sprechen. Und zwar auch, wie ihr da hingekommen seid. Denn ihr seid auch nicht erst jetzt spontan da gelandet, sondern ich beobachte euch ja schon eine ganze Weile und wir hatten ja auch schon ein paar Mal Kontakt gehabt. Ihr seid mit eurem Schiff von Europa aus dahin gesegelt, ne? Richtig, genau. Also wir sind 2013 in Berlin gestartet. Fragt man sich jetzt vielleicht, wieso von Berlin? Das liegt ja irgendwie mitten in Deutschland. Ja, von da sind wir halt über die Kanäle in die Ostsee, haben dann da den Mast gestellt und uns dann langsam durch Ostsee und Nordsee, Atlantik, ja, weiter gehangelt sozusagen. Ja. Wie lange seid ihr unterwegs jetzt? Zusammengerechnet? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. Ja. 4,5 Jahre, das ist schon eine ganze Ecke, ne? Das merkt man gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. What? Ja. War auch nicht unbedingt so geplant am Anfang. Wir hatten erst so 3 Jahre geplant, Auszeit, aber dann irgendwie haben wir dann schnell gemerkt, dass das dann doch ein bisschen eng ist, um jetzt die halbe Welt sozusagen zu bereisen. Da verpasst man dann zu viel, finden wir. Ja. Wenn ihr jetzt sagt, 4,5 Jahre seid ihr unterwegs, 3 Jahre habt ihr geplant, das macht man ja nicht ganz spontan. Ne? Also da ist wahrscheinlich auch ein bisschen Vorplanung gegangen. Darf ich mal fragen, was ihr vorher gemacht habt? Ich bin ausgebildete Diplompädagogin und ich habe am Ende eine kleine Tagespflegegruppe gehabt, quasi ja, so eine Kindergruppe. Und ja, du, Jonathan? Ich hatte ein Tonstudio in Berlin. Also ich bin Tontechniker. Ich habe ja hauptsächlich so Sprachaufnahmen gemacht die letzten 10 Jahre für den Multimedia-Bereich. Also ja, jetzt nicht unbedingt was jetzt so eng mit Segeln verknüpft ist, kann man sagen, ja. Aber die Leidenschaft war schon da. Ja, schon, also bei mir schon auf jeden Fall. Ich, also mein Vater war auch ein Segler, hatte eigentlich auch sowas vor, ist dann aber leider recht früh verstorben und hat mir aber seine gesamte Segelbibliothek sozusagen vermacht. Also die ganzen alten, schönen Schinken von Erdmann, Hausner, Montessier und so weiter. Die habe ich halt über die Jahre doch verschlungen und der Traum war irgendwie doch irgendwie immer da. Aber letztendlich zum Segeln sind wir nicht unbedingt oder zu dieser Reise sind wir nicht unbedingt über den Segelsport jetzt gekommen, sag ich mal, sondern eigentlich eher über das Reisen.
Also wir haben, sind immer viel gereist. Wir haben eigentlich jede freie Minute, die wir hatten, irgendwie den Rucksack aufgeschnallt und sind irgendwie nach Südostasien, nach Südamerika, Indien. Ja, das war immer unsere Leidenschaft. Und irgendwie hatten wir ja auch die Überlegung, dass jetzt so, ja, so mit Mitte 30, Ende 30 hatten wir irgendwie so immer geplant, dass wir mal einen Cut machen und mal für längere Zeit auf eine Reise gehen. Und ja, und dann stellte sich halt irgendwie die Frage, wie. Und wir haben dann ziemlich schnell, sind wir da irgendwie drauf gekommen, dass wir keine Lust haben, jetzt für mehrere Jahre jetzt in Gästhäusern abzusteigen und doch immer irgendwie abhängig zu sein von, ja, von Hotels oder Gästhäusern, sondern dass wir irgendwie unser eigenes Haus mitschleppen wollten. Da hatten wir erst über ein Caravan nachgedacht oder irgendwie ein Wohnmobil, aber das, ja, das haben wir dann ziemlich schnell verworfen. Und wie dann der Zufall so will, zeitgleich haben wir halt angefangen zu segeln. Also ich habe dann, habe ich nicht gesegelt. Also ich bin 20 Jahre nicht gesegelt. Als Kind bin ich zwar gesegelt, aber dann hatte ich eine längere Pause gemacht und habe in der Zeit nun gerade irgendwie angefangen, auf den Berliner Seen wieder zu segeln, Scheine zu machen. Und mit einem Freund haben wir uns ein kleines 22-Fußboot gekauft und sind damit unter anderem auch ins Achterwasser und hier Stettiner Haff hochgefahren und ja, dann komischerweise in einer Zeit, wo ich mit Claudia das erste Mal eine Woche auf diesem Boot verbracht habe, wo wir eigentlich nur lausiges Wetter hatten, also die ganze Zeit Regen, Wind von vorne, blöde Wellen, aber wir haben uns einfach so gut gefühlt auf diesem kleinen Kahn und irgendwie ja, kam das dann so, ja, das ist es. Also wir sollten diese Reise vielleicht einfach mit dem Boot machen. Ja, und ja, so ist letztendlich dann die Idee gekommen oder, weiß ich nicht, der Groschen gefallen, wie man es immer auch nennen mag. Und ja, wie der Zufall so will, stolperten wir kurz danach über ein super Angebot für ein Boot und dann ging alles ganz schnell. Okay, wo kam das her? Also über Bekannte oder einfach irgendwie durch Zufall im Internet gefunden? Eigentlich eher durch Zufall im Internet gefunden, kann man sagen. Also, ja. Also wir haben ein bisschen gesucht im Internet, aber letztendlich haben wir uns nur das Boot angeguckt. Und das lag in Holland, und also stand an Land. Und ja, dann haben wir darauf einen wilden Besichtigungstermin gehabt. Und dann ja, haben wir eigentlich kaum drüber schlafen müssen und haben gesagt, das ist unser Boot. Ja. Und wie lange, also nachdem ihr das dann gefunden habt, bis ihr dann so gesagt habt, so okay, wir haben jetzt alles zusammen, das ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Ausrüstung gewesen, müsstet ihr noch was an dem Boot machen? War da noch viel zu tun oder war das so mehr oder weniger fertig? Also der Vorbesitzer hatte was Ähnliches vor, so der und wusste eigentlich auch, was er tut, weil der ist schon zweimal um die Welt gesegelt, nicht mit dem Boot, sondern mit anderen Booten. Allerdings stand das Boot jetzt 2 Jahre an Land und er hat es kaum noch benutzt, weil aus gesundheitlichen Gründen, das letztendlich auch der Grund war, warum er das Boot jetzt loswerden wollte. Aber es war halt durch diese 2 Jahre ohne Pflege so richtig doch ein bisschen angegammelt. Also es ist halt ein Stahlboot, ein altes Stahlboot, eine alte Fels, über 40 Jahre alt. Und ja, der Rost kam schon durch und also es war einfach ein wahnsinniger Muff im Boot auch. Ne? Also die Isolierung, die Polster, das war alles irgendwie, ja, nicht ein bisschen Rott. Ne? Also man hätte auch losfahren können, aber da wir nun dachten, gut, da wollen wir jetzt nicht viel Zeit drauf verbringen, wir wollen da drauf leben, mussten wir da nochmal ran auf jeden Fall. Und gut, wir haben dann einfach gesagt, okay, wir bringen das Boot nach Berlin aus Holland, was ja jetzt erstmal wieder ein Stück zurück ist, wenn man jetzt die Route betrachtet. Aber wir waren halt beide noch am Arbeiten und wollten das Boot halt in der Nähe haben und haben es dann eigentlich im Herbst 2012, Herbst, Winter, nach Berlin gebracht durch die Kanäle. Und ja, und haben dann, ist einfach praktisch in einer 20 Minuten Entfernung von uns abgestellt und konnten so dann halt jede freie Minute verwenden, um halt dran zu arbeiten. Ja.
Ja. Und wahrscheinlich in der Zeit auch schon mal so ein bisschen über die Route nachgedacht. Oder ganz Ja. spontan einfach gesagt, so, nee, wir fahren jetzt mal irgendwann los. Nee, auf Nee. keinen Fall. Also wir haben uns natürlich echt schon damit beschäftigt, ne? Also das ist jetzt nicht so, wir haben irgendwie viele Blogs auch gelesen. So, da sind wir da in der Zeit auch drauf gekommen und haben natürlich von vielen Zielen geträumt und drüber nachgedacht und uns natürlich auch mit dem Timing beschäftigt, wann man wo irgendwie sein sollte, um Stürme zu vermeiden und so weiter. Haben auch Wetterkurse besucht und Medizinkurse und so weiter. Also wir haben uns schon ziemlich damit beschäftigt, aber letztendlich hat die Uhr getickt und naja, als wir dann losgefahren sind, muss man ehrlich sagen, war das Boot halb fertig. Also ihr Voll hattet mit Kartons, Kisten und alles flog durch die Gegend. ja. Natürlich war alles irgendwie noch sehr Also ja, ihr habt euch provisorisch. dann sozusagen einen Termin gesetzt und gesagt, dann wollen wir los, egal wie wir drauf sind. Statt jetzt zu sagen, ich mache das jetzt erstmal alles fertig und wenn wir fertig sind, kommen wir irgendwann schon los. Nee, denn fertig ist man nie. Das ist ja das Problem. Also wir haben einfach gesagt, nee, wir warten nicht, bis wir fertig sind, denn sonst Ja. hätten wir immer noch was gefunden, was Genau. man hätte machen können. Also das war nicht unser Ding. Also wir haben eine Abschiedsparty gegeben und haben gesagt, so, und morgen fahren wir los. Und das haben wir dann auch gemacht. Und es war nix nied- und nagelfest so richtig. Also es war alles ganz schön wild, aber letztendlich war das gut, es so gemacht zu haben. Ja. Ja. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, also das erste Stück ist ja vielleicht vom Seegebiet natürlich mit das anspruchsvollste, ne, so also die Nordsee und der Englische Kanal. Aber man hat ja doch den Vorteil, dass man recht kurze Distanzen hat und eigentlich überall in eine Marina ran kann. So, Ja. und ist auch noch in, sage ich mal, in Ersatzteilnähe. So, das ist dann wesentlich einfacher als jetzt zum Beispiel hier in Polynesien irgendwie was zu besorgen oder auszutauschen. Und wir sind auch nicht Hals über Kopf los. Also wir sind dann erstmal in die Ostsee und haben dann auch eigentlich die Inti das erste Mal richtig gesegelt, muss man sagen. Ne? Also das wollten wir natürlich auf jeden Fall erstmal ausprobieren, bevor wir dann jetzt auf den großen Ozean ausbrechen. Ist ja auch Und vernünftig. ja. Also, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe das damals auch gemacht, als ich losgefahren bin. Ich fahre erstmal einmal um die Ostsee. Da kann man schon mal, wenn man will, auch mal eine längere Strecke fahren, aber man kann auch alle 20 Meilen noch in den Hafen rein, wenn einem was einfällt, ne? Genau, richtig. Ja. Ja. Und da haben wir dann auch irgendwie, ja, da haben wir dann angefangen, haben wir den mal das Radio installiert, haben den Windgenerator angebaut, was halt alles noch so rumlag auf dem Boot, ne? Und sind dann durch den Nord-Ostsee-Kanal in die Nordsee und dann erstmal nach Bremen, was unsere Heimatstadt ist. Und da sind wir dann auch noch mal einen Monat geblieben im Hafen, in SVB-Nähe, sage ich mal, und haben noch mal das installiert, haben gemerkt, was wirklich noch fehlt und was noch nötig ist. Nee, ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich weiß, ich habe das ja auch am Anfang auf meiner eigenen Tour gehabt. Es gibt schon eine ganze Menge, was einem da plötzlich noch einfällt, was man dann nochmal braucht und wo man noch da nochmal was tauschen muss und wo man denkt, ach, das ist gut und dann so nach einer Woche feststellt, ah, nee, eigentlich kann man das doch mal austauschen. Ne? Habt ihr so irgendwelche Ausrüstungen, wo ihr sagt, ja, das wollten wir unbedingt noch für die Langfahrt haben? Ja, also ich würde mal sagen, ja, ein AIS war uns schon wichtig. Ja. Bin ich auch nach wie vor großer Freund von. Das erleichtert doch sehr viel. Irgendwie einfach, ja, dass man einen Alarm hat, wenn ein großer Pott kommt und dann auch direkt den Schiffsnamen sieht. Das heißt, wenn sie einem zu nahe kommen, kann man sie auch direkt anfunken. Und also das fand ich schon, war uns schon wichtig. Und ich habe mich ja nun durch diese Amateurfunkerprüfung gequält. Und ja, also ein Paktor und irgendwie ein Kurzwellengerät, das war uns auch wichtig, um einfach unterwegs auch Wetter zu bekommen. Ja, und Paktor hat natürlich auch den großen Luxus, man kann auch mal ein paar E-Mails verschicken von unterwegs, ne? Richtig, und den Blog Das, füttern und so, das ist halt auch alles ganz nett. genau, ja, da gibt es jede Menge
Gründe für. Wie lange wart ihr in der Ostsee? Jetzt? Ein paar Tage? Nee, oder? Das war schon ein Monat. Ja. Ja. Ach so, also schon relativ so, ich sag mal, Berlin raus, dann seid ihr ja wahrscheinlich da oben, wie heißt denn das da, Stettiner Haff, die Gegend da rausgekommen. Ja, also wir sind dann, eigentlich haben uns durch sind das alles Achterwasser, also die Binnengewässer sozusagen, haben wir uns vorgearbeitet eigentlich bis da Rügen und da sind wir dann raus und dann, ja, dann haben wir einmal mal einen langen Schlag gemacht, also das erste Mal dann kein Land gesehen, sozusagen rüber nach Dänemark und dann sind wir aber auch relativ zügig weiter Richtung Kiel. So. Okay, also schon gleich in die Richtung. Ich dachte, ihr seid erstmal nochmal hochgefahren Richtung Finnland oder irgendwie sowas. Deswegen gefragt. Nee. Also schon mit dem Ziel so, nee, wir wollen jetzt hier los und wir wollen jetzt hier raus. Ne? Also wir hatten das Ziel, wir wollten einfach, wir wollten eigentlich ja vor dem Herbst über die Biskaya so irgendwie den deutschen Winter irgendwie entfliehen und naja, dann so September, Oktober wird es ja auch oder kann es ja auch wirklich ungemütlich werden da unten in der Biskaya. Und das war einfach so ein Ziel, was wir vor Augen hatten. Kann passieren. Ich war jetzt gerade auf der Biskaya das war jetzt September, Ende September. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie eine so lange Strecke unter Motor gefahren, aber ja, kann auch passieren. Kann einem auch passieren, ja. Das ist auch was wir auf dieser Reise immer wieder hören. Wir studieren ja immer gerne so Wetterkarten und Segelrouten der Welt und so, aber irgendwie kommt es dann doch immer anders und immer wenn wir irgendwo ankommen, hören wir eigentlich den Satz so, ja, eigentlich ist das Wetter ja ganz anders um diese Jahreszeit. Ja, ja, eigentlich ist es erheblich anders. Ja. Also dann Richtung Kiel, daraus schließe ich mal, ihr seid dann wahrscheinlich weitergefahren rüber Richtung Nordsee durch den Kanal und dann Kurs auf den Atlantik genommen. Ja, also dann so da relativ zügig, na gut, nach einem Monat in Bremen, wo wir dann auch nochmal Hochzeit gefeiert haben. Oh. So, mit unserer Familie und so. Und dann sind wir eigentlich relativ zügig nach England. So, und haben uns dann da die Südküste lang gehangelt und sind dann von Falmouth am 13. Freitag, den 13. September. Freitag, den 13. Jetzt Freitag. Nicht schlagen. Freitag, den 13. aus Falmouth. Also Falmouth ist ja mein persönliches Favorite in England lange, lange Zeit gewesen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz faszinierende Ecke da unten. Ja, wunderschön. Wir mochten es auch gerne. Also da Wrexham und Falmouth waren so unsere, eigentlich so unsere Lieblingsorte. Ja, es war auch so lebendig. Da war irgendwie was los. Da war Studenten und viel Leben auf der Straße und Kreativität. Das war schön, ja. Ich fand auch in den Ankerfelsen, in dem Ankerplatz da direkt vor der Stadt unten, das war irgendwie schon so ein, irgendwie war jeder, der da rumankert, der wollte entweder irgendwo hin oder kam irgendwo her. Ne? Das waren wenig so Wochenendurlauber. da war der Duft der weiten Welt, das kannst du spüren irgendwo. Ja, genau. Aufbruch oder, das stimmt, da hast du recht, genauso ging es uns auch. Kommt man so in Kontakt mit den ersten Langfahrtseglern auch Genau. Aber wir waren recht hibbelig da. Wir wollten halt, wie gesagt, schnell über die Biskaya und waren eigentlich doch ziemlich die ganze Zeit mit dem Wetter beschäftigt. So, war auch wirklich aufregend für uns. Wir sind zwar ein paar Nachtfahrten davor gemacht, um schnell halt nach England zu kommen, aber jetzt war das natürlich so der erste. Ja, so 4-Tagesturn, der für uns lag. So, das war natürlich schon aufregend. 4 Tage rüber nach dann La Coruña, oder? Richtig, genau. Also Biskaya, also über den Kanal und dann Biskaya runter nach Spanien rein. Richtig, genau. Das heißt, ihr habt euch dann da auch so ein bisschen an der Küste lang gehangelt, aber dann war ja eigentlich schon, ich sag mal, wenn man die Biskaya hinter sich hat, ist eigentlich so dieses Herbst ist jetzt erstmal nicht mehr relevant, ne?
Ja, da fällt einem schon irgendwie ein Stein vom Herzen. So. Du denkst dann, okay, man ist natürlich auch ein bisschen stolz, klopft sich ein bisschen auf die Schulter, man hat irgendwie die Nordsee gepackt und den Englischen Kanal und die Biskaya. Und naja, gut. In der Theorie ist dann ja die portugiesische Küste relativ einfach, aber in der Praxis sah es dann anders aus. Warum? Aber naja, wir waren ein bisschen spät dran und der jetzt so bekannte portugiesische Norder, der war einfach nicht existent sozusagen, es war eigentlich ständig Südwind und extrem hohe Wellen. Also in der Zeit, wo wir da waren, wurde der Weltrekord im Wellenreiten von Nazaré gebrochen. Also die höchste Welle, die je beritten wurde. Und ja, wir waren dann letztendlich einfach da auch eingeweht zwischendurch in Marinas. Du warst, wir hatten ein Problem. Wir haben irgendwie uns ein Fischernetz gefangen mit einem Propeller und die Flansche ist gerissen. Der Propeller hatte ein bisschen was abbekommen. Also wir mussten raus aus dem Wasser in der Nähe von Porto und das halt reparieren und sind dann da erstmal auch gar nicht mehr weggekommen, so weil der Hafen letztendlich einfach gesperrt war. Also man durfte nicht raus. Unter Strafe war das verboten. So, ja, und ja, da gab es auch schon üble Unglücke in diesem Hafen. Also es macht durchaus Sinn, dass sie da ein Auge drauf haben. Ja, es ist immer die ganze Küste davor. Portugal ist natürlich auch fies, ne? Wenn da die Welle draufsteht, wird da ja sehr schnell plötzlich flach. Und was du schon sagtest, auch da mit Nazaré, das sind ja letztlich Riesenbrandungswellen, die da plötzlich aufbauen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass die da Alarm machen. Ja, klar, das ist halt irgendwie wie oft so eine Flussmündung. Man hat so eine Barre und muss da rüber, da ist halt sehr flach und da hast du dann halt eine üble Welle und muss man halt schon gut aufpassen. Also so richtig entspannt waren wir eigentlich erst, als wir dann unten rum, wo sind wir da angekommen? Portimão war das, ne? Ja, Portimão. da wurde es dann einfacher, sag ich mal. Ja. Algarve. Algarve, richtig, Genau. 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 Ja. Und von da aus dann aber auch, also ich sag mal, man kann schon so ein bisschen erahnen, es geht so relativ deutlich doch in Richtung klassischer Barfußroute, weiter Richtung Kanaren dann, ne? Nee, eigentlich nicht. Da haben wir dann unseren ersten Schlenker gemacht. Okay. Das ist ja auch so ein bisschen unser Reisekonzept. Also wir sind ganz gerne zwischendurch auf der Barfußroute, machen dann aber auch ganz gerne mal ein paar Schlenker in eher abgelegenere Gebiete. Und von da sind wir dann nach Marokko gefahren. So, was ja nicht klassisch geht es ja dann eigentlich entweder von da unten erst über Madeira oder direkt auf die Kanaren. Wir sind Ja. dann nach Rabat gefahren, oder Salé ist dann der Hafen in der Okay. Nähe von der Hauptstadt von Rabat. Und ja, da haben wir eigentlich jetzt nicht unbedingt Segeltourismus gemacht, sag ich mal, sondern Ja. da haben wir das Boot eigentlich abgestellt und haben uns das Land mit dem Rucksack Ja. angeguckt. So, haben Wie mal so kommt ein man da bisschen rein? geschummelt. Also ich meine, ich muss jetzt ganz, ich frage jetzt mal ganz, ganz, ganz indiskret, wie kommt man da rein? Weil wir hatten nämlich tatsächlich genau das gleiche, ich sag mal, überlegt, als wir da runtergefahren sind, jetzt gerade im Herbst. Wir wollten ja nach Lanzarote. Und irgendwie kam so auf halber Strecke so, eigentlich könnte man auch mal nach Casablanca fahren oder sowas, ne? Und irgendwie hat's dann, ist es dann letztlich daran gescheitert, dass wir keine Karten hatten, die uns da irgendwie vernünftig reingeführt haben. Und wir sagten so, ja, kennst die Gegend nicht, kennst das alles nicht, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Wie war das da mit dem Einklarieren und so? Du meinst jetzt einklarieren? Also Ja. einklarieren war eigentlich ganz einfach. Letztendlich das Reinkommen war eher spannend, denn man ruft einen Lotsen an über Kanal 16 und der kommt dann da raus mit seinem Boot. Von der Marina ist der auch. Ah ja. Und der führt einen da erstmal durch die Flachs durch und in den Fluss rein. Und dann macht man, wenn ich mich richtig erinnere, an einem Steg fest und dann kommen die Behörden und dann klariert man ganz normal ein. Das war eigentlich Okay. ganz einfach. Okay.
Ja, man muss dazu sagen, dass dieses Salé ist so ein, ist ein sehr gefährlicher Hafen. Also wir haben davor schon mit Booten uns unterhalten, die schon da waren. Ja. Und also man muss halt aufpassen, da sind auch schon üble Unfälle passiert. Da ist halt wieder so eine Barre. Also gefährlich im Sinne von der Ansteuerung. Genau, ja. Genau. Also man sollte da, wenn ich mich recht erinnere, ich will jetzt ja, müsste es, glaube ich, die Welle darf nicht über 2 Meter hoch sein. Und man sollte da auch nicht unbedingt alleine reinfahren. Mhm. Also wir haben da ein Boot gesehen, das hat es versucht. Der hatte einen gebrochenen Mast und auch eine ziemliche Beule an der Seite. Ja. So von der Saling, die dann dagegen gedonnert ist, nachdem er durchgekentert ist. Also das ist keine gute Idee, alleine reinzufahren. Muss man aber auch nicht. Mhm. Die haben halt einen super Service da. Also man kann die anfunken, dann kommt ein Lotsenboot raus, wie Claudia schon gesagt hat. Mhm. Und dann geht eigentlich alles super einfach. Und man endet in einer wunderbaren Marina. Wir haben, glaube ich, 7 Euro bezahlt. Da gibt es noch einen Trans-Ocean-Rabatt und so weiter am Tag. Und also prima, mitten im Zug von, also den alten Märkten von Salé, mittendrin in der Stadt. Also ganz toll, hat uns super gefallen, ja. Also da liegt man auch ein bisschen wie im Zoo, denn man liegt da an so einer Prachtstraße und vorbei kommen die saudi-arabischen Menschen im Mercedes und du hängst da deine Wäsche auf am Bord. Okay. Das ist alles so ein bisschen, war interessant, sehr interessant. Ja. Auf jeden Fall. Man fühlte sich manchmal beobachtet, aber gut, das war auf jeden Fall wunderschön, denn es war, wie Jonas schon gesagt hat, nah zum Markt und man konnte viel rumlaufen, sich einfach ins Getümmel stürzen. Das war wunderschön. Es hattet ihr ja schon erzählt, ihr wart früher auch viel so als Backpacker unterwegs. Also von daher, sag ich mal, ist das Zugehen auf neue Kultur, unbekannte Kulturen für euch ja nicht ganz so ungewöhnlich wahrscheinlich gewesen. Habt ihr da irgendwie was Besonderes erlebt in Marokko? Ja, das ist ganz klar ein Land, was irgendwie polarisiert. Ja. So, also man muss es halt mögen oder nicht. Also woran es jetzt genau liegt, weiß ich nicht. Aber es ist schon eine andere Welt einfach. Also wir sind da auch angekommen nach 2 Nächten auf See, wo wir ja in der Zeit waren wir immer noch so aufgeregt, dass wir also wenig geschlafen haben nachts in unseren Freiwachen sozusagen und kamen da halt dann so, sag mal, völlig verpeilt an. Also waren echt sehr übermüdet und hatten keine Gastlandflagge und wurden dann aber, das fanden die halt nicht so besonders toll und so wurden wir dann doch direkt in den Markt geschickt, um jetzt eine Gastlandflagge zu besorgen. Okay. Ja, und waren dann doch wie erstmal doch ziemlich überfordert da. Mhm. Durch die engen Gassen sind wir da mehr oder weniger geirrt und auf der Suche nach dieser Flagge, die wir letztendlich auch gefunden haben. Aber jetzt nicht überfordert im negativen Sinne, sondern es war einfach eine andere Welt, einfach so ein kleiner Kulturschock vielleicht. Ne? Herausgefordert. Herausgefordert. Ja. Aber als wir da mit dem Rucksack unterwegs waren, haben wir eigentlich nur positive Eindrücke gehabt. Also es war dann irgendwie, wir waren dann in so einer alten Kasper, in so einer alten Burg, wo es ein Zimmerchen zu vermieten gab. Und da wurde dann abends wild getrommelt. Und Jona, der auch Trommler ist, der hat sich dann unter die Leute gemischt und mitgetrommelt und war herzlich eingeladen. Und wir waren im Hammam mit den Einheimischen und das war eigentlich alles, mit einem Lächeln ist das alles leicht zu machen. Was, also wir hatten keine Probleme. Was ist ein Hammam? Ein Hammam ist, das ist so ein Schwitzbad eigentlich, also da setzt man sich in einen heißen Raum wie eine Sauna, aber es gibt keine Bänke, sondern einfach auf dem Boden und dann hat man so eine Art Handschuh und damit rubbelt man sich die alte Haut ab und fühlt sich danach wie neugeboren eigentlich. Oh, also da wird man auch massiert, wenn man möchte und das war super angenehm. Ja. Also und alles Einheimische, das war jetzt kein Touristen-Hammam oder sowas, sondern das war ja alles so im Rahmen der Dorfgemeinschaft und es war wirklich eine schöne Erfahrung. Wie lange wart ihr da? Ich glaube gar nicht so lange, einen Monat oder so. Ja, einen Monat, würde ich sagen. Ja. Ja. Wir hatten dann, war eine sehr nette Fahrtenseglergemeinschaft in der Marina. Und auch in dieser Marina kann man ja eben aufgrund dieser Einschränkung, dass man da nur bei einer bestimmten Wellenhöhe rein und raus kann man halt nur zu einem bestimmten Wetterfenster auch raus und sind dann eigentlich mit
mit mehr oder weniger der ganzen Marina dann weiter nach auf die Kanaren gesegelt, okay. um da halt irgendwie Weihnachten zu verbringen. So, ja. Weihnachten auf den Kanaren, ach, das ist auch schön. Genau, das war herrlich. Wo seid ihr da gelandet? Graziosa waren wir. Ja, auf, genau. Gegenüber von Lanzarote auf La Graziosa. Ah, ja. 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 Wunderschön. Der erste Aufenthalt. Eine ganz tolle kleine Insel mit auch einer super Ankerbucht und was ja selten ist auf den Kanaren und einer sehr einfachen, aber dadurch auch irgendwie fanden wir sehr charmanten Marina, so, wo wir dann auch letztendlich Weihnachten verbracht haben. So. Wenn man da im... Ich unter anderem als Weihnachtsmann. Du als Weihnachtsmann, okay. Ja, weil irgendwie da waren zwei Boote mit Kindern auch dabei und tja, mit so ein, zwei Flaschen Wein wurden mir dann halt irgendwie ein Weihnachtsmann-Kostüm untergejubelt. Und ein großer Bart. Und ein großer Bart, ein bisschen unter das T-Shirt, okay. als dicken Bauch und ich bin dann da am Weihnachtstag mit dem Bananaboot angerudert gekommen und es war ein Mordspaß. Auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr da Weihnachten gewesen seid, dann seid ihr ja kurz nach der ARC mehr oder weniger da angekommen. Also beziehungsweise relativ kurz nachdem die los sind, so einen Monat vorher fahren die ja in der Regel dann Richtung Karibik rüber. Wie merkt man das noch, dass da gerade so ein Highlight irgendwo auf den Kanaren gewesen ist? Oder ist das schon alles völlig weg? Eigentlich, also wir haben davon gar nichts gemerkt, weil wir gar nicht in Gran Canaria waren. Mhm. So, da haben wir gar nicht gestoppt. Da konzentriert sich ja so das Leben um die Ark. Mhm. Und wir waren auch nicht in Lanzarote, wo zu dieser Zeit die Blue Odyssey, also die neue Alternativveranstaltung von Cornell, gestartet ist. Ah, ja. Also wir haben davon eigentlich gar nichts mitgekriegt. Und hatten auch irgendwie ja geplant, das so ein bisschen zu umgehen, weil irgendwie das ist nicht so, ich finde es entspannter, wenn man nicht so viele Boote um sich rum hat, wenn man irgendwie draußen auf dem Ozean ist. Ja, das kann ich verstehen. Man ist eigentlich eher bemüht, seine Ruhe zu haben da draußen. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Das heißt aber, ihr seid schon noch ein bisschen auf den Inseln rumgehopst, auf den Kanaren. Ja, wir waren dann, also ich muss sagen, dass wir hatten noch nicht das Gefühl, dass das Boot so richtig 100% fertig ist für eine Ozeanüberquerung, obwohl wir mittlerweile schon sehr entspannt waren. Das war ja so das große Thema, bevor man startet. Man macht sich ja wahnsinnige Gedanken, jetzt den Atlantik zu überqueren. Das ist so eins der größten Herausforderungen, was man vielleicht so sieht, wenn man losfährt. Ja. Aber das neutralisiert sich so nach und nach. Wobei man wenn man auf den Kanaren angekommen ist, von Berlin aus, so viel weiter ist das ja auch nicht mehr über den Atlantik rüber. Ne? Also, nee, das, ja, genau. Und zum anderen hast du gemerkt, also man hat jetzt so ein paar Schläge gemacht, die halt länger als eine Nacht gedauert haben. Und wir haben einfach gemerkt, dass es also ab dem zweiten oder dritten Tag einfach wunderbar entspannt wird auf dem Boot. Man ist irgendwie eingeschaukelt. Seekrankheit, ein Thema, mit dem ich immer wieder mal zu kämpfen habe, ist passé. Und es wird einfach nur genießen angesagt. Und so letztendlich war so auch die Atlantiküberquerung. Und ja, gut, also um drauf zurückzukommen, wir hatten noch ein bisschen was zu tun am Boot und wir sind dann noch ungefähr einen Monat in San Sebastian in Gomera geblieben und haben doch noch einiges getan am Boot, uns mal Gedanken ums Ausbauen gemacht, vielleicht Passatsegeln, so eine Geschichten halt. Und ja, und hatten eigentlich auch noch nicht vor, über den Atlantik zu segeln, weil wir haben so ein paar Eckpunkte auf unserer Reise, die wir unbedingt besuchen wollen. Das haben wir uns vorher überlegt und einer dieser Eckpunkte sind halt die Kapverdischen Inseln. Und da sind wir dann hin aufgebrochen. Okay, also erstmal nochmal runtergefahren rüber Richtung Kapverden. Also dann, das ist ja schon ziemlich, fast Süden noch weiter, ne? Also direkt vor der Küste lang. Richtig, ja, es sind dann nochmal so, ich weiß gar nicht, 800 Meilen oder irgendwas, ne? Ja, oder 600, ich weiß, nee, 800 kommt hin, ja. Ja.
Weil, ja. Warum hattet ihr euch die ausgesucht? Also. Das kommt noch aus unserer Rucksackzeit eigentlich. Also wir hatten schon seit Jahren den Reiseführer von den Kanaren, von den Kapverden in unserem Regal und war irgendwie immer ein Traum für uns dahin zu fahren. Die haben sich irgendwie immer sehr interessant angehört, aber irgendwie kompliziert zu bereisen mit dem Rucksack, weil die Infrastruktur doch irgendwie nicht so toll ist. Und ja, mit dem Boot war es dann perfekt, würde ich sagen, oder? Das war mehr als perfekt. Ja, Das ja. war wunderschön, ja. Wie sind die da? Also ich kenne die gar nicht. Also was ist da so perfekt? Es ist einfach, also die Natur ist interessant, es ist sehr trocken zum einen. Also ist eigentlich ähnlich wie die Kanaren, nur ein bisschen, noch ein bisschen karger. Aber die Menschen sind einfach Wahnsinn. Also sie sind einfach unglaublich tolle Kultur, Gastfreundlich. unglaublich gastfreundlich. Wir sind zum Karneval da angekommen. Das war ein, ja, das war ein Mords. Umzug, also vielleicht so Rio in klein, so und Die ja. Feuerwehr hat noch die Oberleitung gekappt, damit die Wegen da überhaupt durchkamen mit den ganzen. Genau, man muss Prioritäten setzen. Genau, also gab es keinen Strom, aber eine große Party, die ging, glaube ich, eine Woche lang, bis der Karneval dann irgendwo beerdigt wurde. In einem kleinen Sarg schwamm der dann da auf dem Meer. Der Karneval wird Und beerdigt. ja, sozusagen, ja, Okay. genau. Das war dann das Ende. Da schwamm dann so ein kleiner Sarg an uns vorbei. Ja. Und Sehr danach gab schön. es keine Musik mehr vom Strand. Okay. Ja. Ja, und wunderschöne Kostüme. Es wurde nur ein Lied gespielt, ich glaube die ganzen 5 Tage. Aber trotzdem war irgendwie War ein richtig ziemlicher Spaß Spaß. und Ja. schön, wie gesagt, wunderschöne Menschen. Sehr arm ist es da natürlich auch. Ja, aber es war einfach trotzdem eine Lebensfreude da. Es wurde ausgiebig gefeiert und ja, geschminkt und sich verkleidet. Also das war echt ein Highlight. Ja. Wir sind dann auch da das war jetzt in Mindelo, das so ziemlich die, sage ich mal, die kulturelle Hauptstadt ist der Kapverden. Und wir sind dann auch mehr oder weniger gestrandet auf einer kleinen Insel, Mayo. Das ist eigentlich sehr unter den, ja, nicht so verbreitet unter den Seglern da, aber das haben wir früher schon immer gemacht, wenn wir mit dem Rucksack gereist sind. Da haben wir uns immer gerne im Reiseführer die Orte rausgesucht, über die am wenigsten geschrieben wurde. Und sind dann da hingefahren und haben uns das mal angeguckt und sind damit meistens eigentlich ganz gut gefahren. Und in Mayo sind wir dann halt voll in so eine internationale Community reingeplatzt, sage ich mal. Da lag ein Boot noch in der Bucht und das war eine schweizer-neuseeländische Familie, die eigentlich auch weiter segeln wollten und da halt irgendwie gestrandet sind. Und, na, nicht gestrandet, aber nicht mehr weggekommen sind, eine Bar angeboten bekommen haben und diese Bar halt eröffnet haben. Und das war halt einfach der Treffpunkt von einer sehr Ach so. netten internationalen Gemeinschaft. Und ja, da sind wir irgendwie einen Monat hängen geblieben, einfach, weil es war ein rolliger Ankerplatz, aber anlanden mit dem Dinghy, mit brechenden Wellen war katastrophal, aber uns hat es einfach so gut gefallen, dass wir da noch ziemlich lange geblieben sind. So, ja. Und die Schweizer, die haben dann da sozusagen ihre Kneipe aufgemacht und wohnen da jetzt. Genau, die sind da halt irgendwie, also er ist immer noch die Kapitän. Kapitän, also auf so einem schönen alten Rahsegler, die so mit, ich sag mal, schwierigen Jugendlichen so Erlebnispädagogik machen. Da ist er immer noch mal unterwegs. Wenn sie dann in der Nebensaison den Laden zumachen, segeln sie schon noch mal rüber nach Afrika. Aber eigentlich sind sie da sesshaft geworden, haben gerade ein super Haus da gebaut, auch mit Zimmern für Gäste und sind da einfach hängen geblieben. Die haben das damals angeboten gekriegt. Und ich muss sagen, wir wären auch fast hängen geblieben, denn er hat uns die Nachbarbar angeboten. Okay. Und auch ein tolles Grundstück und alles, aber wir wollten einfach, also unser Traum war immer Polynesien und
Wir wollten einfach nur weiter. Das war ein bisschen früh. So noch ein bisschen wie ich bis dahin, ne? Ich habe jetzt hier Genau, gerade ja. mal, als ich mir eure Webseite angeguckt hatte, so ein bisschen geschmunzelt, weil die meisten Boote ja dann doch also eigentlich spätestens bei den Kapverden dann langsam Richtung Westen abdrehen und rüberfahren Richtung Karibik. Bei euch ging es dann aber erstmal nochmal ein bisschen weiter Richtung Südwesten, Richtung Südamerika. Ja, wir waren mal wieder spät in der Saison, und haben uns dann halt entschieden, ja, einfach nach Brasilien abzubiegen, was auch irgendwie uns immer interessiert hat. Und dann kam noch dazu, dass natürlich auch die Fußball-WM gerade in der Zeit da war. Ah Das ja. ist auch wurde zwar heiß diskutiert und ist sehr umstritten gewesen, aber irgendwie hat uns das auch interessiert. Okay, also wir haben schon wieder fast Sommer jetzt, ne? Langsam. Wann ist denn das? Mai, ne? Sind wir darüber gefahren, oder? Ja. Ich Nee, überlege gerade, ja, weil du sagtest zum Mai. Weihnachten auf den Kanaren, Ja. dann einen Monat auf den Kapverden gewesen und dann die Fußball-WM war, glaube ich, aber irgendwo im Sommer gewesen, ne? Ja, also zusammengerechnet waren wir, Ja. ich glaube, 2 oder fast 3 Monate sogar auf den Kapverden. Also wir waren noch sehr Okay, lange ja. danach in Praia, in der Hauptstadt. Und ja, das war im Mai sind wir angekommen. In In Brasilien. Brasilien, genau. Ja. Und ist natürlich auch so, man hat so ein bisschen vor Augen, das ist ja so die kürzeste Distanz, die man machen kann. So von den Kapverden zu dieser Beule Südamerikas, die da in der Ecke rauslugt, wo wir angelandet sind, da zwischen Recife und Natal, ich glaube, ja. Aber das ist natürlich auch ein bisschen Trugschluss, weil man da natürlich dann wieder 2000 Meilen hoch muss in die Karibik. Absolut. Ja. Ihr seid aber nicht nach Recife gefahren, sondern ihr seid gleich direkt zum Festland rein, ne? Also. Wir sind nach João Pessoa gefahren, Jacaré. Das ist dann so ein Fluss, ein Fluss hoch, eine Flussmündung. Und da sind, ja, das ist so eine kleine Marina von 2 Franzosen. Sehr netter Ort, wo man halt wunderbar ankommen kann, easy einklarieren und erstmal seine Ruhe hat nach 2 Wochen auf See. Also wir waren da nicht so, wollten nicht unbedingt gleich in der Großstadt ankommen. So. Das war das erste Mal, dass ihr jetzt 2 Wochen unterwegs gewesen seid, ne? Also ich sag mal so vorher, das sind alles ja so 4, 5, 6 Tage maximal wahrscheinlich gewesen, ne? Und Ja, war das erste Mal. Aber es war, wie Jona vorher schon gesagt hat, nach 2, 3 Tagen bist du ganz entspannt auf dem Boot und irgendwie fängt man dann auch erst an, richtig so eine Fahrt zu genießen. Wir mussten kaum die Segel korrigieren. Wir waren eigentlich fast immer unter gleicher Segelstellung unterwegs. Und ja, das war einfach total entspannt. Das war unsere entspannteste Fahrt. Das waren 16 Tage. Und ja, manchmal sind wir auch nur irgendwie 2 Knoten gefahren oder so. Aber es war einfach wunderschön lesen, einfach in die Sterne gucken, nachts und das diese genießen. Das Sternenhimmel war. sind traumhaft. Also, das ist ja auf dem Atlantik, diese Dunkelheit, die da ist, das ist ja unglaublich, ne? Wahnsinn, du hast keine Lichtverschmutzung, nichts. Du hast einfach, du bist da im Universum unterwegs und manchmal hat man dann noch Meeresleuchten und zieht so einen Schweif hinter sich her von Glitzer und Glimmer und das ist einfach eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Und ich hatte vorher so Angst gehabt, dass man sich so verloren fühlt auf so einem riesen Ozean in so einer kleinen Kapsel, aber das Gefühl hat man überhaupt nicht. Also man fühlt sich sicher und ja, das war nie Angst oder irgendwas dabei, aber es war auch einfach eine entspannte Tour vom windtechnisch und Ja, wellentechnisch. Ja. hm, Also wir hatten auch Glück, da dieses Stück über den Äquator war auch wirklich, das kann ja eine ziemliche Flautenzone sein. Aber da sind wir irgendwie ganz gemächlich rübergerutscht, hatten, glaube ich, einen Tag keinen Wind. Und
Ja, also es war einfach eine. Wir waren fast enttäuscht, als wir dann am Ende die Lichter von Brasilien gesehen haben. Wir haben gedacht, oh Mann, jetzt könnten wir eigentlich auch noch mal eine Woche weiterfahren. Und ja, haben uns da eigentlich schon angefangen, auf den Pazifik zu freuen. Ich dachte erst, es wäre ein Wetterphänomen, da hinten die Lichter im Himmel. Ja. Ich war noch gar nicht darauf eingestellt, dass das irgendwelche menschlichen Ja. Behausungen sein könnten. Ja. Okay. Also eher so ein Schade schon da. Genau. Ja. Ja. Naja, gut, aber Klar. es kommen ja noch ein paar längere Etappen auf dem Wasser. Durchaus, Ja. ja. Das, Aber ja. rückblickend muss ich sagen, es ist immer noch, es war unser, es mag vielleicht auch daran liegen, dass es vielleicht so der erste wirklich lange Trip Ja. war, aber es ist wirklich, wenn ich jetzt zurückdenke, es war der entspannteste, die entspannteste Fahrt von allen, die wir bis jetzt gemacht haben. Ja. So, ja. Also, ja. Das heißt aber, wenn du schon sagtest, ihr habt die Doldrums, die Rossbreiten, mit nur einem Tag Flaute gehabt. Ihr habt die ja aber zweimal machen müssen. Wolltet danach ja wieder hoch Richtung Karibik, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig, genau. Also mit dem Schlenker über die Guyanas wieder. So auch so ein Gebiet, wo man gut mit dem Boot hin kann und die sonst vielleicht ein bisschen schwieriger zu bereisen sind. Aber Aber auch da selten muss was man drüber zu. gehört, ne? Also Ja, das ist naja. irgendwie so in der Langfahrtszene, ja, hört man hin und wieder mal was davon, aber irgendwie so als Segelrevier eigentlich eher gar nicht. Ja, ist halt auch sehr klein, ne? Ich meine, Ja. Französisch-Guyana ist wahrscheinlich jedem im Begriff, der Papillon gesehen oder gelesen hat. Da sind ja die Knäste, Wollte wo gerade sagen, der da. oder sich für Raumfahrt interessiert. Oder sich für Raumfahrt interessiert, Ja, genau. genau. Surinam kennt man vielleicht, wenn man mal in Holland war. Da ist dann doch, sind doch viele Leute aus Surinam. Ja. Aber sonst, ja, es sind ja auch, also wenn man sich mal Südamerika anguckt, sind das ja auch wirklich klitzekleine Länder. Ja. Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also die Fahrt hoch ist, hat den großen Vorteil, dass man eine wahnsinnige Strömung mit sich hat. Also die war teilweise bis zu 4 Knoten. Also wir hatten da Traumettmale. Wir sind da teilweise mit 10 Knoten dahin geschossen, was für unser Okay. 35-Fuß-Boot doch schon ganz schön schnell ist. Ja. Und selbst wenn kein Wind war, ist man in die richtige Richtung getrieben mit immer noch 3, 4 Knoten. Also das war eigentlich ein weites Stück, so, wo wir zwischendurch mal an Land rangefahren sind, was auch immer wieder mit einer Herausforderung war, weil es immer ein ziemlich weites Stück war über doch recht flaches Gewässer mit Tide und so. Da Nordsee lässt grüßen. Und ja, aber eigentlich war es eine recht einfache Fahrt da hoch bis zu den Guyanas und dann weiter bis nach Trinidad und Tobago. Ja. Habt ihr da auch noch Abstecher ins Land rein? Also irgendwo das Boot ein bisschen liegen lassen und euch eure Rucksäcke geschnappt und noch ein bisschen das Land angeguckt? In den Guyanas jetzt? Ja. Oder? Brasilien. Ja, Brasilien auch, haben wir das auch gemacht. Und in den Guyanas, also du fährst, gut, Französisch-Guyana ist der erste Anlaufpunkt, meistens die Île des Saluts. Das ist halt, da sind ein paar vorgelagerte Inseln, aber dann kannst du halt reinfahren, was auch irgendwie super ist. Also wir lagen dann vor Saint-Laurent, dem Maroni. Das heißt, du fährst da, ich glaube, 20 Meilen waren es, einen, ja, praktisch einen Fluss in den Amazonas Das ist so rein. richtig im Urwald dann, ne? Das Das ist. ist richtig im Urwald. Da Ja. sind die Brüllaffen um dich rum und riesige Schmetterlinge und also es ist Wahnsinn. Also es ist super schön, aber auch unglaublich heiß. Okay. Also in Surinam haben wir uns dann mal ein Auto auch ausgeliehen und sind ein bisschen da durch die Gegend gefahren und ja, da waren wir froh, meine Aircondition zu haben und haben uns dann doch immer überlegt, ja, steigen wir jetzt mal aus und gucken uns das an oder fahren wir vielleicht doch nur dran vorbei? Okay. Ja. Ja. Also in Französisch-Guyana haben wir uns noch einen Raketenstart auch angeguckt. Das ist Aha. alles prima organisiert, weil das ja eigentlich alles europäische Steuergelder sind. Da haben sie, glaube ich, das Gefühl, dass sie ein bisschen was zurückgeben müssen. Also du wirst da kostenlos auf eine
Aussichtsplattform transportiert, von Bussen abgeholt. Ja. Und vielleicht bist du da richtig dabei. Also, wie weit ist man da weg? Ich glaube 7 Kilometer. 7 Kilometer, ne? Mhm. Das klingt jetzt erstmal viel, ist auch auf den ersten Blick irgendwie, siehst du da so einen klitzekleinen Lichtpunkt und bist erstmal enttäuscht. Mhm. Aber wenn dann diese Rakete abhebt, ist das doch ist unglaublich. Also dicht, das dicht ist genug. Was da an Kraft irgendwie umgesetzt wird. Ja, die ganze Luft wummert irgendwie. Du spürst das bis in deinen Körper rein. Das ist ein unglaublicher Druck und ein unglaubliches lautes Geräusch, wenn das hochgeht. Ne? Ja. Für uns war es auch sehr interessant. Du kannst das dann auf dem Monitor verfolgen, dass diese Rakete dann irgendwie in ein paar Minuten die Strecke zurückgelegt hat, für die wir jetzt eigentlich praktisch schon ein Jahr gebraucht haben. Ja, gut. Genau, 2 Sekunden nach Portugal. So. Ja, das kenne ich noch. Das war so dieses frustrierende Erlebnis, als ich das erste Mal damals aus Amerika dann mit dem Flugzeug zurück nach Europa bin zur Messe und dachte so, ey, da hast du jetzt irgendwie ein halbes Jahr für gebraucht. Das kann nie angehen. Karibik, habt ihr euch auch noch ein bisschen rumgetrieben? Ne? Ihr seid da nicht in einem Rutsch durchgerauscht. Ja, da doch irgendwie länger als erwartet. So, also wir waren dann in Tobago, haben das Boot auch mal rausgeholt, brauchte mal neues Antifouling und Trinidad, nicht Tobago. Sind dann nochmal nach Tobago gefahren, was ziemlich gegen an ist, aber ich nur jedem empfehlen kann, eine wunderschöne Insel. Sind da recht lange geblieben und haben uns dann so langsam hochgehangelt, die Antillen bis Martinique. Mit noch einem Abstecher nach Dominica und sind dann von da direkt nach Kuba gefahren. Was auch wieder eins dieser Ziele ist, wo wir immer mal hinwollen. Mhm. So. Und okay. Ja, da sind wir relativ lange, so lange wie es halt ging, geblieben, 2 Monate. Und sind dann runter nach Panama. Ja. Kuba, habt ihr da auch euch, ich sehe hier so einen kleinen Marker da oben, das denke ich mal wird wahrscheinlich Havanna gewesen sein. Habt ihr die Südseite euch angeguckt? Wir waren eigentlich mit dem Boot nur auf der Südseite, also Havanna haben wir wieder geschummelt und sind mit dem Bus hingefahren oder besser gesagt mit dem Taxi und haben da ein paar Tage in der Stadt an Land verbracht. Also ich meine, du kennst das ja, du warst ja auch da. Das Problem in der Kuba ist ja, dass man, die Marinas sind meistens sehr weit außerhalb von den Städten. Ja. So. Und also wenn man da so richtig mal das Stadtleben mitnehmen will, da kenne ich eigentlich nur einen Ankerplatz, das war in Cienfuegos, wo man halt das Zentrum auch irgendwie zu Fuß erreichen kann. Ja. Ja. Deswegen Havanna wollten wir nun mal richtig mitnehmen und da haben wir dann gesagt, so, ist jetzt vielleicht besser, wenn wir uns da mal ein Zimmer mieten oder so. Ah, okay. Was auch dann eigentlich genauso aufgegangen ist. Aber wir haben uns die Südküste lang gehangelt. Wir sind in Santiago angekommen, waren dann recht lange in den Korallengärten unten in den Jardines de la Reina und sind dann nach Trinidad und weiter nach Cienfuegos. Also man muss das immer so ein bisschen, man ist ein bisschen eingeschränkt in Kuba. In den Jardines de la Reina kann man sich frei bewegen und ankern, wie man lustig ist. Aber wenn man jetzt ans Festland will und die Städte besuchen will, muss man durch eine Marina. Das sind halt die Vorschriften in Kuba. Und ja, das heißt, man kommt nicht drum rum. Es gibt halt nur ein paar Orte, die man eigentlich mit dem Boot dann anlaufen kann. Ja, das erinnere ich noch. Das war ein bisschen, ich sag mal, anstrengend gewesen da mit der Bürokratie in Kuba. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das da jetzt entwickeln wird. Die sind ja jetzt doch ein bisschen, ich sag mal, offener geworden, auch in Richtung USA oder beziehungsweise die USA sind ein bisschen offener geworden in Richtung Kuba. Was, glaube ich, ja, ich bin immer noch so ein bisschen hin und her, ob das dem Land gut tut oder nicht. Aber das geht uns auch so. Ja. Aber ich muss sagen, die Bürokratie ist natürlich, umfangreich, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber wir hatten da überhaupt keine Probleme. Aber es mag vielleicht auch daran liegen, dass wir beide halt Spanisch sprechen.
Und also wir hatten also sehr viel Spaß mit den Offiziellen, muss ich sagen. Als wir zum Beispiel in Santiago ankamen, haben sie uns erstmal in so eine Quarantäne-Ecke da verfrachtet. Ja. Und dann kam erstmal der Doktor an Bord und der hat dann auch gleich Claudia mit Küsschen links und rechts begrüßt und mich mit einem Handschlag und hat dann mal schnell Fieber gemessen. Aber dann sind wir auch ganz schnell dazu übergegangen, mal ein Bierchen mit ihm zu trinken, ein bisschen über Kuba zu reden. Ja. Und so ging es dann eigentlich auch lustig weiter mit den weiteren Offiziellen, die dann gekommen sind. Also wir hatten eigentlich nirgendwo Probleme. Ja. Also war bei uns tatsächlich in Havanna genau das Gegenteil, wobei ich auch sagen muss, in allen anderen Orten außer Havanna war es auch super und auch total nett gewesen. Nur in Havanna selber war das war irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Also die waren da sehr, ich sag mal, man musste da immer schon vorher einen ziemlich großen Stapel Dollarscheine in die Tasche stecken, damit man da heil durchkommt. Ja. Und das fand ich schon ein bisschen anstrengend. Also ja. Und naja. Ja, das ist immer so eine Sache mit dem Einklarieren. Also da kann man Leute auf dem falschen Fuß erwischen. Also wir hatten das gleiche in Panama. Das war auch irgendwie also sehr, Panama sehr mühsam für uns. Unfassbar teuer. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Also, teuer auch. Teuer. Ja, mühsam und teuer. Das kann ich beides bestätigen. Exakt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die aktuellen Kurse liegen, aber wir hatten irgendwie wirklich zu zweit wirklich etwas gestaunt, als wir unser Cruising Permit da in die Hand gedrückt gekriegt hatten und dann da irgendwie, ich weiß gar nicht, was das war, ne, ich glaube 300 Dollar oder sowas dafür bezahlen sollten. Ja. Das war schon. Bei uns waren es sogar 400. Ah, ja. Wir haben noch das Glück gehabt, wir haben damals ein Jahr bekommen. Jetzt im Augenblick gilt es nur noch für 3 Monate, glaube ich. Also es ändert sich gerade ständig. Ja, so. Ja, nicht so einfach. Ihr hattet von vornherein vorgehabt, durch den Panama-Kanal zu fahren. Weil ich frage jetzt mal so rum, nachdem ihr schon in Brasilien gewesen seid, hätte man ja auch genauso gut sagen können, ach, wir fahren jetzt aber weiter runter, ne? Und ja, aber das war kein Thema für uns zu der Zeit. Also erstmal hatten wir nicht vor, irgendwo hinzufahren, wo es kalt ist. Wir waren eigentlich ganz, ganz froh, in wärmere Gefilde gekommen zu sein und fühlten uns auch noch nicht so, vielleicht noch nicht so fit für so eine Fahrt durchs wilde Patagonien. So. Okay. Mittlerweile habe ich sehr viele Boote getroffen, die da waren und haben wir sehr viele Boote getroffen und ich bin schon jetzt ganz schön angesteckt, würde da gerne irgendwann mal hin, aber ja, im Augenblick bewegen wir uns doch lieber da, wo es warm ist. Okay. Ja gut, kann ich auch verstehen. Das ist ja auch vernünftig. Panama-Kanal ist natürlich immer so ein Marker. Ne? Das ist so ein Ding, das man irgendwie in seiner Segelgeschichte einmal abgehackt haben will und dann sagst du, da bin ich durch. Ne? Ja. Wie war das? Ja. Ach, das war eigentlich... Ich sag mal so, wenn man im Norden jetzt mal aufgewachsen ist in Europa, dann hat man ja auch mit Schleusen zu tun gehabt. Ne? Mhm. Also ich meine, ja, wir haben ja, als wir das Boot aus Holland geholt haben, durch die Kanäle, ich weiß nicht, 20, 30 Schleusen passiert. Mhm. Und dann auch durch den Nord-Ostsee-Kanal, was ja auch eine sehr befahrene Route ist, so wo man auch sehr nah an großen Pötten vorbeikommt. Mhm. So haben wir auch schon gemacht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also da wird sehr viel Wind gemacht. Mhm. Ja, also letztendlich sind es doch einfach ein paar Schleusen. Also die Sache ist halt, dass die halt sich so ein komisches System da ausgedacht haben, dass das halt du nicht an der Seite halt festmachst. Und es gibt einfach auch keine Poller da und so weiter, sondern du wirst mit 4 Leinen in der Mitte fixiert. So. Mhm. Und dafür brauchst du halt 4 Leinhändler offiziell, dann kommt ein Lotse an Bord. Also es ist ein ziemliches Tamtam, was aber dann im Ablauf doch eigentlich relativ einfach ist. Wir haben vorher auch, was ziemlich üblich da ist, und man hilft sich unter den Seglern gegenseitig, einen befreundeten Boot geholfen als Leinhändler und sind mal durch den Kanal und ja, dadurch hatten wir auch natürlich so ein bisschen, wussten wir, wie es abgeht. Ne?
Bei uns war es jetzt ganz einfach dann. Wir wurden einfach an einer Luxusjacht festgemacht und mussten gar nichts machen. Die hat uns dann da einfach durch die Schleusen gezogen. Okay, das ist natürlich dann der ganz große Luxus. Aber ihr braucht ja trotzdem eure Leinenhändler, ne? Ja, das ist, müssen 4 Leinenhändler sein, also und ein Kapitän, also 5 Leute an Bord und ein Lotse auch noch, der verlässt dann abends das Schiff. Mhm. Aber sonst hast du natürlich auf einem 35-Fuß-Boot 5 Leute auf einmal, die wollen natürlich auch alle essen und so weiter. Also schon, man macht das in 2 Tagen. Und ich wollte gerade sagen, und bei 27, 28 Grad abends irgendwo auch schlafen, ne? Genau. Aber es ist natürlich. Und Regen in Strömen. Regen in Strömen, es war noch Regenzeit, also es war im November. Aber es war ein Mordsgaudi, das ist ein total, also wir hatten gute Freunde dabei und es ist einfach ein Spaß und es ist natürlich total beeindruckend auch, dann da reinzufahren und dann kommst du auf den Gatunsee und hast den Dschungel um dich rum und die großen Pötte und also und dann kommst du auf der Panama-Seite an, also Panama-Stadtseite an, auf der Pazifikseite und dann öffnen sich die Tore und du hast den Pazifik vor dir. Also schon ein tolles Gefühl. So und also ich finde es ich würde es jedem empfehlen, das mal mitzumachen. Das ist den einzigen Kritikpunkt, den ich halt habe. Ich finde es einfach wahnsinnig überteuert. So. Für eine Schleusenfahrt. Wenn ich überlege, das im Nord-Ostsee-Kanal, was haben wir damals bezahlt? Da gehst beim Kiosk irgendwie 8 Euro oder irgendwas. 8 Euro und ein Brötchen dazu. Und ein Brötchen dazu, genau. Ja. Ein Snickers und irgendwie Panama-Kanal kostet halt 1.000. Ja. Ne? So über den Daumen gepeilt. Das ist tatsächlich ein richtiges Argument. Spielt natürlich ein bisschen auch eine Rolle. Gut, jetzt würde natürlich der eine oder andere sagen, der Panama-Kanal ist ja auch ein bisschen größer als der Nordostsee-Kanal. Aber nichtsdestotrotz, der Aufwand, der dann letztlich hintersteckt, um so ein Segelboot da durchzubringen, ist natürlich nicht größer. Der wird auch künstlich ein bisschen größer gemacht, ne? um das irgendwie zu rechtfertigen. Also das könnte man theoretisch genauso machen, dass man dann einfach sagt, hier kommen nicht 4 Boote, sondern 40 Boote einmal reinschleusen, durchfahren, andere Seite das gleiche. Dann könnte man sich die 1.000 Euro durch 40 Boote teilen und das wäre für alle Beteiligten deutlich günstiger. Aber also man muss ehrlicherweise aber auch sagen, der hat auch so seine Tücken. Ne? Also durch die Bauweise ist es schon interessant, wie da das Wasser reinsprudelt und auch wieder raussprudelt. Da gibt es schon ordentliche Verwirbelungen, also man muss schon aufpassen. Und wenn da mal so ein großer Pott vor dir seine Schraube anwirft, dann wird es auch ziemlich lustig, wenn der mal ein bisschen zu viel Gas gibt. So, also, aber ja, ich sag mal, alles händelbar. Das heißt, ihr seid im Pazifik. Wir sind im Pazifik, ja. Haben lange gebraucht. Ich überlege gerade, das sind dann jetzt wahrscheinlich 1,5 Jahre, ne? Nee, ehrlich gesagt waren es. Nee, es waren 3, wenn wir waren 1,5 Jahre in Panama. Oh, okay. Ja. Was habt ihr da so lange gemacht? Wir sind da mit ziemlich hängenden Flügeln, sage ich mal, angekommen. Also die Inti hat doch irgendwie ein bisschen schlapp gemacht. Leider auch, das war so ein bisschen eine Phase, wo wir auch, ich sag mal, kurz davor waren aufzugeben, weil wirklich eins nach dem anderen kaputt ging. So auf dem Weg nach Kuba ist uns fast die ganze Batteriebank abgeraucht. In Kuba haben wir dann festgestellt, dass ein Kardel von den nagelneuen Wanden angebrochen war und. Es ging halt irgendwie immer weiter. Und der Motor lief, aber hat auch irgendwie komische Geräusche von sich gegeben und wir haben uns einfach gesagt, also so mit dem Gefühl, dass jetzt immer wieder irgendwie die essentiellen Dinge kaputt gehen können, wollen wir nicht über den Pazifik. So, und deswegen haben wir doch einen recht langen Reparaturaufenthalt in Panama verbracht und ja, haben uns da wunderbar mit dem TO-Mann dem TO-Stützpunkt, dem Guido und seiner Frau angefreundet und der hatte eine prima Werkstatt und wir haben mit ihm dann halt irgendwie da auch viel zusammen gemacht, haben Tauschgeschichten gemacht, wir haben für ihn eine
eine Wohnung renoviert. Er hat uns dafür ein neues Vorstark gebaut. Ja. Wir konnten umsonst seine Werkstatt benutzen. Und also das war Ja. einfach eine prima Zeit, um Super. halt einen Refit zu machen fürs Boot. Großartig. Und Und ihr wart da ja. Shelter Bay oder wo sind ihr da gewesen? Also. Nee, das ist in Puerto Lindo, also ziemlich vom Ah ja. Schuss. Das ist, ne? Ich weiß nicht, ob dir das ist irgendwie eigentlich so der letzte, ja, mehr oder weniger letzte Ort vor den San Blas-Inseln, Ja. wo wir auch sehr viel Zeit verbracht haben. Also wir haben nicht nur gearbeitet, wir waren zusammengerechnet, denke ich, auch mal 4 Monate, vielleicht sogar mehr in den San Blas-Inseln. Ja. So, und aber das ist so ein, ja, eigentlich eine kleine Bucht, wo mittlerweile in der Zeit, wo wir da waren, wurde gerade eine zweite Marina eröffnet, wo mittlerweile 2 Marinas sind und was so ein bisschen, ja, sag ich mal, die Alternative ist zu der doch ziemlich überteuerten, auch gerne unter Seglern Shelter Pay genannten Marina. Ja, das ist, ich hatte einen lustigen Amerikaner mal getroffen, der sagte, es ist halt, Shelter Bay hat halt den einzigen Travel Lift auf der Karibikseite in Panama und das wissen sie. Ja. Ja, Ne, also mittlerweile nicht mehr. mittlerweile nicht Mittlerweile mehr, nicht. ne? Nee, da in der, sie haben da ein Mordsding hingestellt in Puerto Lindo. Ja. Oder Linden Bay Marina ist es jetzt. Also das ist so ein Ding, das kann, also ich weiß, es ist ein Monster. Ich Ja. weiß, das kann also alles rausheben, denke ich Ja, mal. ja, ja. Ja, ein Stückchen weiter oben in der Nähe von Bocas del Toro steht, jetzt haben sie auch noch eingebaut. Also das Ja. Monopol ist definitiv gefallen. Insofern denke ich mal, wird da auch früher oder später. Aber sie haben natürlich immer noch die Location. Ne? Die sind halt an der Einfahrt zum Panama-Kanal. Ja, klar. Und mehr oder weniger jeder muss da eh vorbei. Ne? Und Ja, das. ja, ja. Aber auch das kann man umgehen, aber das kriegt man wahrscheinlich dann auch nur mit, wenn man dann wirklich lange in einem Land ist. Und wir kannten uns da ja nun ziemlich gut aus und haben dann da auch irgendwie, da gibt es einen kleinen Yachtclub in Colón, da kann man auch wunderbar ankern. Ja. Und ja, Ja, da haben wir auf den Transit gewartet, da haben wir ne? dann auf den Für Transit den gewartet Vermesser und vom so Boot weiter. und Ja, die Papiere gemacht. ja. Ja, ich meine, das sind natürlich alles auch so ein bisschen Geschichten, die einem wirklich, ich sag mal, zufallen, wenn man Spanisch kann, ne? Ich glaube, sonst ist das eher schwierig, solche Connections da Ja. aufzubauen. Also gerade so in Panama hatte ich das Gefühl, da wurde es dann mit Englisch schon sehr schnell sehr schwierig. Ja, das ist wahr, im größten Teil würde ich das auch sagen, aber gerade wenn du so auf der Suche bist nach Ersatzteilen und so weiter und dich so durch die Städte hangeln musst. Aber wenn du jetzt den Kanaltransit selber organisieren willst und so weiter, also die Leute sprechen eigentlich Ja. an den zentralen Punkten, die sprechen alle wunderbar Englisch. Ja. So. Ja. Also das geht eigentlich, Nee, ging eigentlich ganz ich gut. meinte jetzt so Dinge wie hier da einen Ankerplatz an dem Segelclub finden und solche Sachen. Ne? Das. Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich, klar. Ja. Aber ich meine, es ist eine große Segelcommunity da, muss man auch Ja. sagen. Ne? Also da wird sich schon gegenseitig geholfen und da sind viele Leute, die mehrfach auch schon hin und her durch den Kanal sind. Ne? Ich sag mal, das Gebiet da unten ist ja so ein bisschen für die Amerikaner, die US-Amerikaner, so ein bisschen das, was für uns vielleicht das Mittelmeer ist. Ja, Ne? ich musste so lachen. Ich hatte irgendwann mal so diese Erkenntnis gewonnen. Das war so, ja, für mich war immer so, wer in der Karibik, wer in Panama mit seinem Schiff aufkommt, das sind gestandene Seeleute, die müssen über den Atlantik gefahren sein und so weiter und so fort. Und Nee, dann ist mir irgendwann klar geworden, nee, warte mal, von Florida aus kannst du, wenn du willst, in Tagesetappen nach Panama fahren. Ne? absolut, genau. Und das gibt auch durchaus einige, ja, wie du schon sagst, es hat was Vergleichbares mit dem Mittelmeer für Europa. Ne? Es ist wirklich, ja. Ja, und die sind da auch sehr organisiert, alle so in Funknetzen und in Facebook-Gruppen und schlag mich tot. Und also da kannst du eigentlich alle Infos auch bekommen. Ne? Ja. Die schreiben da es gibt Gruppen, wo du weißt, wo du rauskriegen kannst, wo es Ersatzteile gibt und so weiter und so fort. Also es gibt auch einen ganz tollen Cruising-Guide da, den irgendwie auch ein Deutscher geschrieben hat, der Erik Bauhaus. Der war Deutscher? Der, ja, 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 das weiß keiner. Nee, das Ja, wusste ich ja. wirklich nicht. Wir haben den Okay. auch kennengelernt. Ja, Ja, wir haben uns das eigentlich ganz ist gut mit dem angefreundet ja. und der ist, ja,
ist sein Vater und lebt auch noch da auf einem Boot vor Panama City. Und er ist, glaube ich, sogar auf dem Boot geboren, ne? Ja, er wurde auf dem Boot geboren, irgendwo in, ich weiß nicht, in Marokko oder so. Und dann ist die Familie eben auf große Tour gegangen. Und er ist jetzt in Panama, seine Eltern sind in Panama, leben nach wie vor auf dem Boot, er nicht. Ja. Mit einer Panamesin verheiratet, eine kleine Tochter. Zwei mittlerweile. Ja, Da musst du mir mal den Kontakt geben. Den würde ich ja liebend gerne mal interviewen. das kann ich machen, bestimmt, ja. Das Macht er wäre bestimmt gerne. Ja. Träumchen. Ja, nee, deswegen, ich bin da völlig baff. Für mich war völlig klar, das ist ein Amerikaner. Aber, weil ich, gut, Nee, hab nee. halt natürlich auch, ich habe ihn natürlich auch immer nur über Amerikaner kennengelernt. Und Ja. wenn dann natürlich so Eric, ne, dann ist halt irgendwie schon klar, okay, Ja, Eric ist ein Amerikaner. ja. 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 Ich war auch überrascht und auch überrascht, wie jung er ist. So, ich hätte Ja. das nicht gedacht. Der ist also, Mitte ja, 30, Mitte ja. 30, würde ich sagen, und hat halt diesen wirklich richtig, richtig guten Cruising Ja. Guide gemacht. Mit Luftaufnahmen und Ja. also ganz prima, wenn man nach San Blas will. Mit dem Das wunderschönen Hinweis im Vorwort, dass wenn die Dinge, die er da gemacht hat, nicht stimmen, oder nicht mit dem übereinstimmen, was man vor seinem Boot sieht, dann soll man bitte seinen Augen vertrauen oder irgendwie sowas war das, ne? Ja, das passt gut. Ja, er Ja, hat auch aber so einen Schalk im Nacken. ja, aber das muss man aber auch wirklich sagen. Das ist so ein Thema auch, ne? Also ich meine, viele Leute jetzt mit GPS und so und Karten vertrauen da voll drauf. Aber ich meine, in so einem Korallengebiet muss man schon die Augen auch aufhalten, ne? So ein Korallenkopf kann auch mal nachwachsen. Ja, leider ja nicht sehr schnell, das ist ja das Problem, ne? Ja. Sondern langsam und hässlich. Aber nee, aber ich habe das tatsächlich auch in einer anderen Richtung erlebt. Also wir hatten das vor Honduras gehabt, dass dann nachts plötzlich einer einen Mayday gefunkt hat, weil der Meinung war, er müsste jetzt mit seinem GPS bei stockfinsterer Nacht da irgendwo durch seine Riffpassage durchfahren. Und da irgendwie voll aufgerumst ist, weil die Passage halt irgendwie ein paar hundert Meter weiter seitlich lag, als sie in den Karten eingezeichnet war. Und ja, und dann ist halt das Problem, wenn dir sowas dann auch passiert nachts, da kommt auch keiner raus, um dir zu helfen, weil niemand wird sich freiwillig nachts Anker aufgehen und da durch so eine Riffpassage durchhangeln. Ja, die haben das Boot letztlich tatsächlich da verloren. Das ist da untergegangen. Also, Nee. das war, die Leute haben sie zwar runtergeholt dann mit dem Schlauch, also mit dem Dinghy, ne? Aber das Schiff war weg. Und also ja, da muss man Tiere, also diese Riffpassagen und sowas, da habe ich wirklich einen Heidenrespekt vor. Das ist Ja. 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 Ja, also das ist auch, die Karten stimmen auch nicht immer, ne? Das muss man halt auch ganz klar. Also wir haben uns jetzt auch angewöhnt, was eigentlich sehr gut funktioniert, weil da ist man natürlich hier in Polynesien auch mit konfrontiert. Es sind ja viel kleine Inseln und meistens Korallenatolle mit engen Pässen. So, aber was sehr gut funktioniert, ist, wenn man das halt mit Google Maps oder anderen Satellitenaufnahmen abgleicht. So. Da gibt es mittlerweile ganz gute Möglichkeiten, das in seinen Chartplotter zu importieren und auch ein ganz gutes russisches Programm, was irgendwie noch andere Satelliten darstellt. Und das ist auch manchmal interessant, wenn man dann so ein Satellitenbild sieht und dann klickt man auf eine andere Seekarte und dann springt es einfach mal so eine halbe Meile zur Seite. Ne? Ja, absolut, absolut. Wie heißt das? Wie heißt das Programm? Weißt du das? Das Russische, Ja. das heißt SAS Planet. Is Planet. SAS Planet, Okay. ja. Das kannst du verschiedene Satellitensysteme einblenden, was manchmal ganz sinnvoll ist, weil manchmal ist halt das Google-Bild einfach bewölkt. So. Und es gibt sogar eine freie, wie die das jetzt handeln, weiß ich nicht, aber irgendwie eine freie Einbindung von Navionics-Karten, die du dann auch noch, kannst es dann auch noch übereinander legen, was das Ganze natürlich sehr komfortabel macht. So. Naja, gut, es gibt ja diese Navionics-Web-App, die gibt es ja mittlerweile, ne? Dass du das direkt die Navionics-Karten dir über einen Webbrowser angucken kannst. Kann ich mir Ah, vorstellen, dass die ja. sich da irgendwo an die API gehängt haben und das da einfach rausziehen. Vermutlich, ja. Und das Gute ist auch, du kannst das alles speichern. Ne? Du
was ja ein Thema ist, Internet unterwegs auf so einer Reise, du kannst ja hier in Polynesien, wird es ganz, ganz schwierig, gerade in den Tuamotus. Das heißt, du kannst an einem Spot, wo du gutes Internet hast, kannst du dir das alles irgendwie in einen Zwischenspeicher laden und dann abrufen, wenn du halt irgendwie, wenn du da bist. Mhm. Und da kann man wirklich so ranzoomen, dass du halt in manchen Regionen ja die Korallenköpfe in den Lagunen siehst. Zauber, ja. Sehr cool. Ja. Man kann sich da auch dann Tracks exportieren, die man dann wieder in seinen Plotter importieren kann. Ja. Gut, ja. Also das macht's hilfreich, aber letztendlich muss man gucken. Ja, ja, das mit den Tracks ist natürlich sowieso so eine Sache. Ne? Das habe ich jetzt mittlerweile auch schon an verschiedenen Stellen gelernt. So dieses, ich sag mal so, Einfahrten, wo jemand mal reingefahren ist und seinen Track mitgeschrieben hat, dann einfach zu sagen, hier, fahr dem einfach hinterher, fahr doch einfach genau diesem Track nach. Der ist da ja auch mit 2 Meter Tiefgang durchgekommen. Ne? Das ist schon ganz hilfreich heutzutage, was es da so gibt. Aber wir sind im Pazifik angekommen, hatten wir gerade gesagt. Ja, wir sind gerade erst im Pazifik, genau. Genau, wir haben noch ein paar. Anfang des Pazifiks. Genau, wir haben ja noch ein paar Meilen und danach wollen wir uns ja noch eine Stunde über die Polynesien unterhalten. Nein. Ihr seid aus Panama dann rausgefahren und ich glaube erstmal noch ein bisschen runter Richtung Kolumbien, ne? Wir haben eigentlich, es war als Notstopp in Anführungsstrichen geplant, in Ecuador halt gemacht. Ah ja. Und zwar, wir wollten eigentlich, der Plan war, wir machen einen kurzen Stopp nochmal in den Las Perlas, genau. Mhm. Kratzen mal das Unterwasser. In Panama. Genau. Ja. Genau. Kratzen mal wieder ein bisschen am Unterwasserschiff, weil das ist wirklich, das wächst dir sofort zu in vor Panama-Stadt. Mhm. Und dann geht es direkt auf die Osterinsel, war unser Plan. Also Galapagos habt ihr auch von vornherein nicht auf eurer Liste gehabt. Nee, das ist einfach, also ich hätte es gern gesehen, aber es ist einfach, das sprengt einfach unser Budget, muss ich sagen. Ja. Es ist einfach, ziemlich teuer, da zu landen. Und dann ist man auch sehr eingeschränkt, was mir auch nicht so gefällt. Also sehr, sehr. Ja, umstrittenes Thema. Die meisten Leute, die da waren, waren wirklich begeistert. Und es muss wunderschön sein, aber uns war es einfach zu teuer. Ja. So, okay. Ja. Und wir wollten eigentlich auch schnell auf die Osterinsel, was auch so eins der Hauptziele unserer Reise war oder ist. War. Okay. War und ist. Ja. Und, aber ja, der Wind hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wollten durchfahren. Ja. Und wir sind gestartet und haben uns so auf 30, 35 Tage eingestellt. Ja, so und nach 10 Tagen haben wir gemerkt, dass wir eigentlich fast eher rückwärts fahren. Also wir sind kaum Süd gekommen. Also das ging gar nicht. Wieso rückwärts? Ja. Naja, nicht rückwärts, aber wir haben uns kaum vorwärts bewegt. Teilweise schon. Weil es lief erst, die ersten Tage lief es ganz gut. Wir haben uns da so, aber dann irgendwie hatten wir den Wind nur noch auf die Nase. Ah, okay. Dann kannst du natürlich kreuzen, das geht ja eigentlich auch, aber dazu kam dann irgendwann noch der Humboldt-Strom. Ah ja. Und das heißt, wir fuhren auf einer Linie, auf einem breiten Grat hin und her. Okay. Und das meinst du mit rückwärts, gefühlt rückwärts. Ja. Also das ist schon, wenn man sich überlegt, ihr habt euch vorgenommen gehabt, was hast du gesagt, 35 Tage? Naja, das sind so 3000 Seemeilen. Also, und 3000 Seemeilen, das ist knapp 6000 Kilometer Wasser. Genau, ja. Und deswegen auch, also wir haben dann irgendwann die Maschine angeschmissen, und um halt mal aus diesem Elend rauszukommen. Ja. So, und dann schrumpften halt dann auch massiv die Dieselvorräte. Ich wollte gerade sagen, also bei 3000 Meilen Motor anmachen ist halt auch so ein bisschen. Genau. Ich weiß ja nicht, wie viel Sprit ihr da drin habt in euren 35-Fuß-Schiff, aber Also auf jeden Fall, wir hatten noch was, als wir dann auf der Höhe von Ecuador waren, und dann kommt man ja nun auch langsam in den Südostpassat. Ja. Und dann wird es ja auch alles gut. Aber als wir dann da waren und für wie viele Kilometer jetzt oder Meilen? Ich glaube 1000 Meilen haben wir gemacht und 500 zurückgelegt.
Ja, also wir sind 1000 Meilen gesegelt, haben 500 zurückgelegt und haben dafür irgendwie 14 Tage oder so gebraucht. Okay. Haben wir uns dann doch entschieden, auch das Frischzeug ging irgendwie zu Ende und wir dachten, okay, da gibt es doch diese 72-Stunden-Regel, wo man ohne Ja. Einklarieren ranfahren kann und sind dann in Ecuador abgebogen, aber Pustekuchen, wir mussten, die gab es da einfach nicht Ich wollte gerade sagen, und klappt das? Man hört das ja immer, dass man das überall machen kann, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine urbane Legende, ne? ja, in Panama kannst du es, glaube ich, machen. So. Also gibt es tatsächlich Leute, die da irgendwie durchgerutscht sind durch den Panama-Kanal, ohne irgendwie einklariert zu haben. Aber gut, ich lege jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer, ob das jetzt so hundertprozentig. Gut, das kann ich mir noch vorstellen, weil das so eine Transitstrecke ist. Das kann ich mir sogar Ja. tatsächlich noch vorstellen, dass das geht. Ja. Nee, aber dieses oder die Geschichte, die dahinter steckt, ist ja eigentlich so diese internationale Regel, dass du, also wenn du irgendwie in technischen Schwierigkeiten bist oder das Wetter irgendwie deine Genau. Weiterreise nicht ermöglicht, dass du in jeden Hafen der Welt rein kannst und maximal 72 Stunden da bleiben kannst, auf gutes Wetter warten und wieder abhauen. So. Dann darfst du halt nicht an Land gehen, sondern musst auf deinem Schiff bleiben, weil du halt nicht offiziell eingereist bist und so weiter, aber das kann man ja alles organisieren und machen. Aber wie gesagt, ich glaube, das mag vielleicht auch im kommerziellen Maßstab, also in der Berufsschifffahrt, funktionieren. Aber ich glaube, wenn du mit einer Segeljacht irgendwo da auf der Welt einreist, glaube ich nicht, dass man sich da wirklich drauf berufen kann. Nee, leider nicht. Ja. Und ja, das war dann halt ein teurer Spaß. Also letztendlich, sage ich mal, hätten wir auch auf die Galapagos fahren können. Das war dann nicht viel günstiger, da am Festland anzuhalten. Aber gut, hinterher ist man dann immer schlauer. So, jetzt haben wir eine besondere Atmosphäre. Es fängt gerade wieder völlig an zu Es regnen. schüttet, Ich wollte vielleicht hörst du gerade gerade. sagen, was passiert bei euch? Ja, es ist eine Front, die zieht seit 2 Tagen durch und es ist einfach mit viel, viel Regen und Wind verbunden. Auch das Aber Leben der kann. Anker hält, alles gut. Das Leben kann so schlimm sein auf Segeln, Bo. Ich gucke nochmal aus dem Fenster, nein, es schneit nicht mehr. Ich hätte gerne mal einen Schneeball, um mich abzukühlen. Ja. 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 Ja, genau. Okay, also ihr seid dann in Ecuador gelandet und habt dann da nochmal wieder ein bisschen aufgefrischt und dann aber die Ja, lange wir mussten Reise. halt da einklarieren und auch gleich konnten wir da auch nicht ankern. Das heißt, wir mussten auch gleich, also ich muss sagen, das ist nicht überall in Ecuador so. Das war jetzt Salinas, es gibt Bahia de Cadaqués, wo die meisten Segler hinfahren. Das ist ein bisschen weiter nördlich, da ist es günstiger und entspannter. Okay. So sagt man. Aber wir mussten auch gleich zack noch mal eine Woche Marina bezahlen und die haben wir dann natürlich auch ausgenutzt. Wir Ja. haben da in der Marina gelegen, haben ordentlich getankt, Proviantiert mit proviantiert Fischzeug. nochmal, was man da wunderbar und günstig machen kann. So haben nochmal unser Vorstark, unsere Rollanlage ein bisschen überarbeitet, die ein bisschen Mucken gemacht hat. Ja, und dann sind wir aber auch los. Genau. Und haben dann nochmal 22 Tage bis zur Osterinsel gebraucht. Was denkt man, wenn man 22 oder 32 Tage Atlantik bzw. Pazifik vor sich hat? Wir haben uns darauf gefreut. Also das war, weil die Atlantiküberquerung ja so entspannt war, haben wir uns eigentlich gedacht, das müsste genauso sein. Aber war letztendlich, der Pazifische Ozean hat uns doch überrascht, denn so friedlich ist er gar nicht. Nee, kann man Nichts nicht mit unbedingt sagen. stiller Ozean. Nee, also wir haben jetzt unsere ersten 2 Stürme erlebt, sage ich mal. Und heftigste Squalls, also diese kurzen Regengewitterzellen, die über einen hinwegfegen. So, also der Pazifik hat es schon in sich. Mag vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass wir natürlich nicht auf der Standardroute unterwegs waren. Ne? Wir sind ja ziemlich weit süd gegangen. Die Osterinsel liegt ja auch schon wieder außerhalb des Südostpassats meistens. Nicht immer, ne? Aber gut, ja. Aber trotzdem, was denkt man? Also, wir haben uns drauf gefreut, eigentlich. Wir hatten richtig Lust drauf nach der Atlantiküberquerung, ne? Wie Claudia schon sagt. Ja. Was macht ihr den ganzen Und Tag? wie ist immer was zu tun, ne? Ja.
Also ich weiß nicht, das wird ja nie langweilig. Also auf dem Boot dauert alles erstmal dreimal länger. Dann schaukelst, du musst irgendwie mit einer Krängung von was weiß ich wie viel Grad irgendwas kochen und musst versuchen, dass das nicht alles auf den Boden fällt. Du backst Brot, du versuchst einen Fisch zu fangen, du liest unglaublich viele Bücher. Schlafen tut man auch sehr viel. Ja, ich weiß nicht, eigentlich entspannen. Hm. Ja, ja. Ich habe angefangen, Gitarre zu lernen. Stimmt, wir haben, du hast Gitarre gespielt, ich habe ein bisschen gesungen. Ja, was macht man? Gute Frage. Zwischendurch immer wieder Regenklamotten an und durch den Squall und die Segel reffen, reffen, reffen und gucken, dass man da durchkommt, dass der vorbei ist. Wir hatten, glaube ich, eine Woche lang regelmäßig zwischen 12 Uhr mittags und 3 Uhr nachts die übelsten Squalls. Ja, da muss man dann natürlich auch aufmerksam sein und gucken, dass alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Aber ehrlich gesagt, also das ist so nah, so ein Zeitloch auch, ne? Das ist ganz komisch. Also wenn man erstmal die ersten Tage überstanden hat, sich der Körper eingeschunkelt hat, wenn man dann die befahrenen Gebiete auch hinter sich hat, also was in Ecuador bedeutete, dass es noch, die Fischer waren noch ungefähr 200 Meilen in ihren Nussschalen, was es wirklich überrascht hat, vor der Küste unterwegs. Weil wenn man da mal einmal raus ist, dann ist eigentlich nur noch Ruhe und die Tage plätschern so dahin. So, man hat seine Routine. Ja, wir haben eigentlich nur noch zwei Schiffe gesehen bis zur Osterinsel. Und ist eigentlich nicht so viel passiert. So, es war einfach, ja, Entspannung. Zeitloch. Zeitloch ist Zeitloch. ein schön, schön, schönes, schöner Begriff dafür. Ich erinnere das auch noch, also ich weiß auch noch von meiner Atlantiküberquerung beispielsweise. Man hat dann so ganz häufig, man erinnert sich an alles, aber bei ganz vielen Dingen frag mich nicht, ob es am ersten, am dritten oder am achten Tag gewesen Ja, ist, ganz ne? genau. Ja. Ja. Ja, es gibt so Ankerpunkte, wenn man das erste Mal wieder Land sieht Ja. und vielleicht, wenn man mal einen ordentlichen Fisch an der Angel hatte oder irgendwie sowas, aber eigentlich ist es ein Zeitloch, ja. 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 Du hattest eben schon gesagt, Claudia, ihr angelt auch unterwegs. Ja, wir haben die Leine draußen, die hängt hinten dran und ja, wir hatten, auf der Fahrt hatten wir zwei große Fische, ne? Ein Thunfisch und einen großen Mai-Mai. Okay. Und der Mai-Mai hat ja die Angewohnheit, das hast du wahrscheinlich schon oft gehört, dass der, wenn man ihn dann tötet, wirklich die Farbe verliert. Der ist so ein prachtvoller Fisch und dann ist er tot. Und der kämpft, der kämpft, der kämpft. Das ist wirklich ein Fisch, der unglaublich die Power hat. Und dann ist er tot. Und dann sieht er grau aus. Und oh Gott. Und dann hat man dieses riesige Stück Fisch. Und dann, ja, und wir haben jetzt auch angefangen, irgendwie zu salzen, zu pökeln und sowas alles und einzulegen und solche Geschichten. Und ja, wenn man so Riesenfische fängt, dann muss man irgendwie sich was überlegen. Nee, doch, wir angeln auch, ja. Graved Wahoo kann ich sehr empfehlen. Oder Graft heißt er dann, oder? Krawatt oder Graved oder so. Krawatt. Ja, Wahoo hatten wir gerade jetzt vor 2 Wochen. Ja. Genau. Ja. Ja, Riesenwahoo. Ja. Nicht Also man muss schlecht. sagen, wir haben wunderbar geschmaust auch auf dieser Pazifiküberquerung, denn wir haben, man lernt ja immer dazu und wir haben das erste Mal angefangen einzukochen. Ja. So, das haben wir im Atlantik noch nicht gemacht und hatten halt echt wirklich tolles Essen die ganze Fahrt über. So, wo es dann auf der Atlantiküberquerung dann doch irgendwann sehr pastalastig wurde, so die letzten Tage. Pasta-lastig, ja, das ist, ich kenne das aus in meiner Proviantkiste, da gibt es so eine Schicht oder da gab es immer so eine Schicht, da lagen dann so ein paar Dosen Ravioli und das war immer, wenn die sichtbar wurden, dann war so, jetzt musst du echt Ja. schleunigst zusehen, dass du irgendwie an Land kommst. Ja. So sieht's aus. Ja, genau. Ja. Ihr seid mitten in der Südsee. Es ist ja so ein bisschen so ein, also für mich zumindest, so ein bisschen so ein Traumrevier. Jetzt haben wir eben schon gelernt, ihr habt da auch viel mit Squalls und ja, eben gerade auch mit dem kleinen Regenschauer wieder zu tun gehabt. Wie ist das da? Wochen so auf den Osterinseln, fällt mir immer nur spontan ein, erstmal so diese großen Moin. Steindinger, die da rumstehen.
Genau. Ansonsten weiß ich über die Osterinsel nichts. Ja, ist auch nicht so das typische Segelziel jetzt. Ja. Also ich meine, die viele Schiffe, die Südroute nehmen, also sprich ums Kap Horn rum oder durch Patagonien irgendwie, stoppen da auf ihrer Weiterfahrt. So ein paar Boote machen das, was wir gemacht haben, von Panama aus. Ist umstritten, weil einfach die Ankerbedingungen sind nicht optimal. So, also es ist irgendwie, es gibt nicht wirklich, es ist keine Lagune, wie man sich die Südsee vorstellt. Also man ankert meistens auf 20 Meter Tiefe und ist eigentlich vor der Küste, ja, zwischen Küste und offenem Meer. Ne? Das heißt, es kann ganz schön rollig werden. So. Allerdings hat man da einen prima Service von der Armada, also der Küstenwache, die halt wirklich einen ganz tollen Service da machen, die einen jeden Morgen die Segler anfunken und sagen, wie sieht's aus mit dem Wetter? Und jetzt solltet ihr vielleicht mal überlegen, auf die andere Seite der Insel zu gehen, weil der Wind schwingt um. Einmal habe ich sie angefunkt und gefragt, sag mal, hier wird's ja jetzt aber ein bisschen holprig, wie sieht's denn aus auf der anderen Seite? Haben die sich ins Auto gesetzt und rübergefahren, haben sich die Bucht angeguckt und ja, prima, fahrt dahin. Also ganz toller Service, so, ne? Und ja. Großartig. Aber wie ist es da? Also es ist einfach eine andere Kultur. Ne? Es ist irgendwie schon, wir sind total begeistert hier von Polynesien, auch von den Menschen hier, weil es einfach es ist eine unglaubliche Gastfreundschaft, die man hier erfährt. Also man ist wirklich überall herzlichst willkommen. So, und das ist schon, und auch ohne finanzielle Hintergedanken, wie man es in der Karibik oft hat. Ja. So, man kommt irgendwo an und irgendwie ist man doch irgendwie, ja, hat man das Gefühl, man ist irgendwie, die Leute wollen irgendwie Business mit einmachen. Ja. Was ja auch verständlich ist irgendwie, aber hier ist es mehr so, danke, dass ihr diese Reise auf euch genommen habt und uns besucht. So, das haben wir eigentlich nirgendwo in der Welt vorher so erlebt und das ist wirklich ganz toll hier. Ja. Also es ist auch schon eher oder schon recht polynesisch geprägt auf den Osterinseln, ne? Absolut, ja. Absolut. Also es ist eine Mischung, gehört zu Chile. Also man hat den Einfluss von Lateinamerika, der ist ganz klar zu spüren. Aber die Einwohner da sind Polynesier. Also, die haben auch ihre Sprache und sehen auch so aus. Und also, ja. Und bei uns ist das ja auch ein Grund, warum wir da hingefahren sind. Ich habe eine Schwester, die dort lebt und die auch einen polynesischen Mann hat. Und wir waren da natürlich voll in der polynesischen Kultur drin. So. Okay. Ja, ja. Und haben dadurch auch ein bisschen geschummelt. Also wir standen mit unserem Boot nämlich 2 Monate an Land da. Das heißt, wir waren insgesamt 3,5 Monate da, was irgendwie die Leute immer nicht so ganz glauben, wenn wir das sagen, das war die Osterinsel. Aber wir konnten den rolligen Ankerplätzen dann doch ein bisschen entfliehen für 2 Monate. Ja. Ist das einfach gewesen oder ist das eher ungewöhnlich, dass man das hier an Land stellt? Das ist eher ungewöhnlich. Okay. Eigentlich, was da an Land steht, sind Wracks, die irgendwie gestrandet sind, was häufiger mal vorkommt. Und was auch ein bisschen erschreckend ist. Okay. Aber wir mussten eigentlich so gut wie alle Behörden da abklappern und hatten dann aber auch den Vorteil, dass der Kranfahrer vom Versorgungskran war ein Onkel und über den Weg ging es dann halt irgendwie. So, über halt unsere familiären Kontakte da haben sie uns halt an Land gestellt und also, aber das ist nicht üblich. Mhm. Wenn du wirklich ein Problem hast mit deinem Boot, kannst du da raus. Es geht irgendwie, aber jetzt, um da jetzt einen Marinaaufenthalt draus zu machen, das ist eigentlich nicht vorgesehen und auch nicht gern gesehen. So. Also da musst du schon draußen ankern und auch wie es vormals, es gibt ja einen kleinen Hafen da, wo man auch rein kann oder konnte, auch selbst das ist nicht mehr gern gesehen, weil das halt da auch ganz schnell eine Falle werden kann, wenn die Wellen aus der falschen Richtung kommen und da auch schon üble Sachen passiert sind und das wollen die halt eigentlich nicht mehr haben, sondern sonst steht der Spell da drin. Absolut, ja. Ah, ja. Ah, ja. Und das ist wirklich ordentlich Schwell da, was da ankommt. Also da rollt alles aus dem Südpazifik rein,
was man sich vorstellen kann und auch aus den verrücktesten Richtungen. Also das habe ich vorher auch noch nie so erlebt, dass der Wind aus einer Richtung kommt und der Schwell aus einer völlig anderen Richtung. Was natürlich dann auch ja, ein ziemliches Gewackel an Bord mit sich zieht. Ne? Ja, das ist, dann legt sich das Boot auch sehr ungemütlich manchmal irgendwo plötzlich hin und fängt dann an, hässlich zu rollen. Ich kann mich da auch an einige Nächte erinnern, wo das passiert ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eine ganz tolle Segel-Community da gehabt. Also auch Leute, die da wirklich auch trotz der Ankerbedingungen da auch ja, 2 Monate sogar geblieben sind, so weil es ihnen einfach so gut gefallen hat da. Und also es ist eine Segelszene da und es wird immer mehr. Habe ich das Gefühl. Und wir sind jetzt so zurückblickend auch echt, nicht nur wegen dem Besuch bei meiner Schwester, sind wir sind auch sonst echt überzeugt, dass wir da das Richtige gemacht haben, weil das ist auch eine ganz interessante Sache, wie es dann weitergeht und dann über die Gambiers dann langsam in die Tuamotus zu kommen. Das ist einfach, ich sag mal, noch nicht so ausgelatscht. Ja? Also ich würde gerne die Marquesas sehen. Vielleicht schaffen wir es noch, da irgendwann hinzukommen, aber es ist schon so ein bisschen die Seglerautobahn, sag ich mal. Ja, okay. Ja. Na gut, es sind natürlich auch immer mehr Schiffe unterwegs im Moment. Ne? Das ist absolut. Halt, einfach weltweit zu sehen. Es werden mehr und mehr und natürlich tut das nicht unbedingt der Ursprünglichkeit eines Landes gut, wenn ständig Segelboote kommen, die viel Geld mitbringen. Das ist. Eben, das kann halt passieren. So. Ja. Da ist Polynesien noch relativ weit von entfernt, habe ich ja das Gefühl, aber in anderen Ländern, in der Karibik, war das halt ganz deutlich zu erkennen. So. Und dann ist es einfach was anderes. Ja. Also wir hatten in den Tuamotus zum Beispiel, sind wir von den Gambier-Inseln mit einem ganzen Pulk Booten losgefahren, also mit 10, 15 Booten, was eigentlich dann schon so gut wie alle Boote dieser Bucht waren, und sind dann in ein kleines Atoll in den Tuamotus reingefahren, und der Bürgermeister dieses Atolls, der war so begeistert, dass ihn jetzt hier irgendwie so ein Haufen Segelboote besuchen kommen, dass er mal kurzerhand alle ins Rathaus eingeladen hat, einen Riesenschmaus veranstaltet, uns das ganze Dorf gezeigt und einfach unglaublich, so die Gastfreundschaft. Ne? Ja. Das ist cool, ja, sowas ist natürlich sehr geil. Das erlebt man leider selten, oder? Ne? Dass sowas passiert. Schon. Ja, und das war eine Insel mit 100 Einwohnern. Ne? Also die Segler waren dann schon so über ein Drittel auf einmal, die da eingefallen sind. Aber wie gesagt, die Freude war groß bei allen und das war schön. Und jetzt muss ich gestehen, habe ich ein bisschen den Überblick verloren, wo genau ihr seid, weil wir sind jetzt schon ziemlich, ziemlich dicht bei, ne? Wo ihr jetzt seid. Ja, also wir sind über Gambier, die Gambier-Gruppe. Das ist so ziemlich der südöstlichste Punkt von Französisch-Polynesien. Ja. Das ist unser nächstes Ziel nach der Osterinsel, wo man dann so sagt, ja, da fahren wir mal eben rüber. Aber das ist dann eigentlich fast so weit wie unsere Atlantiküberquerung. Das waren nämlich nochmal 1500 Meilen. So. Okay. Und das war dann sozusagen unser erstes Atoll. Und von da sind es dann nochmal 400 Meilen bis zu diesem besagten Atoll, was so ziemlich das erste ist, was man eigentlich anlaufen kann, weil dazwischen sind die Inseln, wo die Atomtests durchgeführt wurden, und die sind gesperrt. So. Ah, gut. Und da sind wir dann in den Tuamotus. Und da haben wir dann doch eine ganz schön lange Zeit verbracht. Ich denke so. 3 Monate. Ja. Man sagt ja immer, das ist so ein bisschen so ein Hotel California, ne? Also wenn man da einmal gewesen ist, gibt es viele, die da nicht wieder wegkommen. Trifft euch das auch? Polynesien? Ja. Nicht also, unbedingt. Also beziehungsweise dann den obligatorischen, ich sag mal, Typhoon Run nach Australien und dann im nächsten Jahr aber gleich wieder zurück.
Ja, das war uns einfach dann doch zu schnell, weil es Ja. irgendwie dann doch hier einfach zu viel zu sehen gibt. Und wenn man dann schon mal da ist, wenn man dann schon mal angekommen ist hier, fanden wir einfach, ist das für uns einfach zu hektisch, dann hier so durchzuhetzen. Ja. So, ne? Und wir haben, aber es ist schon so, man kommt in Tahiti an, was so ein bisschen so das Herzstück ist, so von Polynesien, und dann. Das ist so wie Rom. Alle Wege führen irgendwie nach Tahiti, ja. Und dann muss man erstmal überlegen, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Fahre ich jetzt irgendwie über die Taifunsaison hoch nach Kiribati oder irgendwie in die Marshallinseln, fahre ich runter nach Neuseeland, verkrieche ich mich irgendwo in Gambier? Wie geht's eigentlich weiter? So, ja. Und also bei uns ist es so, wir wollen, also ganz oben auf unserer Liste stehen noch nein, sag mal, die bis etwas wilderen Inseln jetzt weiter im Westen, also so Fidschi, Vanuatu, Tonga, so, also da wollen wir unbedingt noch hin. Und also die Tendenz ist schon ganz klar West weiter. Okay. Ja. Und Aber dann. es ist natürlich verlockend, hier zu bleiben, nur die Lebenskosten hier sind schon echt heftig, sag ich mal. Okay, also das ist ja so ein interessanter Punkt, den ich häufig höre, dass viele Leute mit der Idee losfahren, naja, wenn ich jetzt mal auf dem Schiff bin, dann wird das alles viel billiger, was Lebensmittel angeht und so weiter. Habt ihr da so eine Hausnummer, wo du sagen würdest, ja, hier, also vergleichsweise zu jetzt Deutschland? Also ich sag mal so, der monatliche Betrag, von dem wir jetzt leben, davon haben wir in Deutschland gerade mal unsere Wohnung bezahlt und vielleicht die Krankenversicherung. Ja? Also das Leben ist unterm Strich natürlich günstiger. So. Es kommt natürlich auf den Lebensstil an. So, das ist schwer zu sagen. Ich finde auch, das ist ein Thema, da kann man nicht so einfach eine Zahl Nee, aber reinschmeißen. Das ist so ein, ich meine ja. jetzt Lebensmittel, also So weil jetzt hier in Polynesien. genau. Ja, weiß ich nicht, was ist denn unglaublich teuer? Also Käse, also Milchprodukte generell sind, also so ein Liter Milch kostet nie unter einem Dollar, sage ich mal so. Ist Das jetzt sieht ja vielleicht noch nicht so nicht teuer so aus. teuer, aber ja, was ist denn jetzt, ist jetzt so unglaublich teuer? Naja, eigentlich. Gemüse ist total teuer. Ja. Obwohl die Leute das hier ja anbauen und alle in ihren Gärten haben, aber wenn du mal auf den Markt gehst, da zahlst du vielleicht für 3 Mangos $6 oder so und kannst die eigentlich von den Bäumen pflücken. Also was wir nicht machen, weil das alles private Gärten sind, aber also Obst und Gemüse ist unglaublich teuer. Ja, so Klopapier, solche Also Sachen ist alles das, schon was irgendwie mit dem irgendwo Schiff drin. kommen muss, ne? Ja. Ja, natürlich, Ja, genau das. genau Ja, und manches und Gemüse und Obst kommt auch dann noch aus Frankreich oder Belgien, ja, wo die Leute hier so eine fruchtbare Erde haben. Das ist unglaublich, wenn du dann da Möhren hast oder aus Neuseeland, wo du dich fragst, wieso wird das hier eigentlich importiert? Das muss eigentlich überhaupt nicht sein. Und dann gibt es aber auch wieder so Lebensmittel, die sozusagen preisblockiert sind. Das heißt, die kosten in jedem Supermarkt gleich. Das sind so Nudeln, Mehl, Zucker, ja, so bestimmte Lebensmittel, auf die sozusagen so eine Blockade drauf ist. Oh, es regnet schon wieder Preisbindung. so doll, so eine Ja, jetzt pfeift Preisbindung, es gerade ordentlich ja. hier. Ist abgeklingt. Müsst ihr raus und gucken? Nein, auf Nein, keinen nein, wir stehen Fall. hier wunderbar im Sand, Sehr viel gut. Kette draußen. Also Nee, da, nee. Sehr ja. gut. Also eigentlich. Ich überlege gerade was Besonderes. Eigentlich war es in Ja. Panama schon teurer als in Deutschland im Supermarkt, erstaunlicherweise, haben wir festgestellt. Ja. So, ja. Also es ist halt natürlich auch immer das, wenn man sich anpasst und das isst, was die Einheimischen essen, dann kommt man wahrscheinlich günstiger weg. Aber wenn man jetzt hier in Französisch-Polynesien ist und auf einmal nach einem Dreivierteljahr vor so einem Regal mit den ganzen leckeren französischen Käse und Schinken und so weiter steht, dann ist die Verlockung natürlich groß. Klar. Ja, so Naja. 100 Gramm Schinken, $6 oder Ja. sowas. So, Ja. 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 Gut, das heißt, bei euch geht's, was macht ihr jetzt im Moment?
Ja, wir hocken ein bisschen die Regenzeit aus, kann man sagen. Ja. Also wir sind ja streng genommen in der Zyklonensaison, ne? Aber es und auch im Zyklongebiet. Okay. Aber Französisch-Polynesien ist relativ safe generell. Also es kommt recht selten vor, dass hier ein Hurricane entsteht oder ankommt. Und dieses Jahr sagt man auch, dass es vielleicht ein La Niña-Jahr werden soll. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch. Das heißt, es sind noch weniger Gefahr, dass halt ein Hurricane entsteht. Ja, aber nichtsdestotrotz, wo ist ein bisschen den Faden verloren? Ah ja, genau. Wir stellen unser Boot jetzt ab und fliegen wieder auf die Osterinsel. Ah, Das wird okay. noch einen Punkt zu bringen. Okay, das heißt also, das Boot bleibt da und ihr sucht euch oder. Wir besuchen die Familie. Wir besuchen die Genau. Familie, also meine Eltern kommen auch dahin und das ist, Ah ja. es ist einfach mal näher und wesentlich günstiger, von hier auf die Osterinsel zu fliegen als nach Deutschland. Okay. Und wir haben einen wunderbaren Platz hier, einen ganz tollen Hurricane Hole auch. Also, es ist für mich der sicherste Platz hier in den Gesellschaftsinseln, Ja. wo wir Inti halt entspannt lassen können und ja, Was mich machen wir schon Urlaub an Bord. die ganze Zeit ein bisschen umhertreibt, was wie kam eigentlich der Name Inti zustande? Heißt das was? Ja, es ist eigentlich. Hat jetzt nicht unbedingt was mit Seefahrt zu tun, ist eigentlich von den Inka. Und zwar ist es der Gott der Sonne und des Regenbogens. Ach so, okay. Fanden wir einfach schön und Und kurz. kann in den meisten Ländern auch ausgesprochen werden, weil manche Boote haben ja so Namen, die dann irgendwie in englischsprachigen, spanischsprachigen Ländern oder so völlig anders klingen. Aber Inti ist einfach so Ja, unfehlbar. das kann man aus. Ja, und das kann man auch mal buchstabieren, ne? Also, das Genau, ist. das ist Also ich, ja. ja, ich habe da auch durchaus andere Kriterien an mein nächstes Boot gesetzt, gerade was das Thema Buchstabieren angeht. Den größten Spaß hatte ich jetzt gerade in England mit einem Schiff, wo ich dachte, damit möchte ich niemals in ein spanischsprachiges Land fahren müssen. Die hieß Modernistic Lady. Okay, ja. Und dann dachte ich so, und du kannst ja davon ausgehen, dass jeder zweite Mariner ganz freundlich als erstes sagt, kannst du das mal buchstabieren? Und dann fängst du an und bist dann einen halben Roman beizugegangen. Oder auch in den Bahamas habe ich das erlebt, mit ganz vielen, da waren sehr viele Franco-Kanadier, deren Schiffe dann irgendwelche französischen Namen hatten. Und da konnten die in den Bahamas überhaupt nichts mit anfangen. Und die mussten die immer alle buchstabieren. Und das waren teilweise auch immer so vier, fünf Wörter hintereinander. Wo du dann auch mal denkst, so, boah, Jungs, nennt euer Schiff einfach. Ja, neben uns liegt ja auch gerade die Rancho Relaxus of the Sea. Das ist ja auch so ein Name, ne? Die kenne ich aber, ne? Also Ja, wir auch. das Schiff Wir kenne ich. auch. Die Ja, Crew ist ja wir auch. nicht mehr Nee, dabei. nee. Aber die Nee, hatte nee, ich. den kennt man noch. Genau, die hatten wir ja auch schon mal hier im Segelradio zu Gast. Die liegen neben euch, also das Schiff liegt neben euch, das ist ja witzig. Genau, deswegen sage ich es, weil ich die Segelradio-Folge auch damals, als wir noch in Deutschland waren, gehört Ja. habe. Ah ja, okay. Ja, und es ist auch einer der Blogs, den wir sehr aufmerksam verfolgt haben, Ja. so, der Ja, das hat er uns super doch gemacht. sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, So, ja. ist ja witzig. Aber wie Und man ist ja auch deutlich. eine alte Fels. Ja. Aber wie man deutlich hört, ist die Internetverbindung nach Polynesien seitdem etwas besser geworden. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, das hat ganz schön, da waren Pausen dazwischen, Da wenn waren ein man so paar sagt, Pausen dazwischen, das weiß ich noch. Und irgendwann sagte er so, wir müssen jetzt aufhören. Hier wachen gerade alle auf und dann ist die Leitung gleich weg. Ja, nee, ich habe hier so einen schlauen Handyvertrag gemacht und in dem Handyvertrag steht als meine Adresse Moana Nui, das heißt das große Meer. Ah Das ist ja, doch schön. das ist schön, eine tolle Anschrift. Das finde ich sehr gut. Wo bist du zu Ja, Hause? Auf dem und über großen diesen Meer. Handyvertrag gibt es halt auch das Internet. Ich glaube, Ja. das hat sich schon verbessert. Ah Ja. ja, ah ja, okay. Gut. Ja, wie geht's bei euch danach weiter, wenn ihr von den Osterinseln zurückkommt? Bleibt ihr noch ein bisschen da wahrscheinlich, habt ihr ja schon gesagt, aber dann Richtung
China, ja, das... Japan, Australien. Man muss ja... Ja, wir kommen wieder und dann erstmal noch ein bisschen schrauben. Ist natürlich mal wieder angesagt, wenn man dann schon mal in der Marina ist. Ein bisschen das Boot auf Vordermann bringen. Und dann, tja, dann müssen wir mal einen Plan machen. Wir sind noch nicht so ganz festgelegt. Okay. Ich denke mal, wir werden noch ein bisschen die abgelegeneren Inseln hier besuchen. Wir haben die Gesellschaftsinseln jetzt eigentlich so irgendwie abgeklappert. Aber da gibt es noch so ein paar abgelegenere, wie Maufelia zum Beispiel, die uns noch interessieren. Und dann werden wir uns mal so langsam, denke ich, durch die Cooks hangeln Richtung Fidschi, Tonga. Und dann schauen wir mal, ob wir nach Neuseeland abbiegen oder durchfahren. So, durchfahren würde bedeuten bis Papua-Neuguinea, was auch eins der Ziele ist, wo wir unbedingt hinwollen. Okay, also da haben wir auf jeden Fall schon mal einen nächsten Fixpunkt, wo wir sagen können, da geht die Reise hin. Wir haben nicht unbedingt eine Weltumsegelung geplant. Das wird sich einfach zeigen. Also es gibt einfach... Man lernt ja auch immer wieder neue Segler kennen und neue Eindrücke und neue Ziele und also das kann sich ständig ändern. Das fand ich auf der Reise auch immer das Interessanteste eigentlich, so sich diese Flexibilität offen zu halten, weil man trifft plötzlich Leute, die sagen, da musst du unbedingt hin und dir dann da irgendwie was erzählen und dir irgendwie ein paar Bilder zeigen und du denkst, Mensch, das stimmt, da muss ich unbedingt hin, und wenn man sich dann vorher festgelegt hat, dann ist das alles ein bisschen schwieriger. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ja, wir auch. Nachdem wir jetzt, also im Moment haben wir ja ziemlich genau Halbzeit, wenn ihr dann doch eine Weltumsegelung macht. Insofern müssen wir mal gucken, ob wir in den nächsten 4 Jahren euch wieder hier in Deutschland finden. Ja, es sind schon so ein paar, ist auch schon mal ein Abstecher wieder nach Deutschland geplant in den nächsten Jahren. Sehr gut. Super. Aber, wir werden sehen, wohin uns der Wind treibt. Wohin der Wind treibt, genau. Ja, dann danke ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr mir hier einen kleinen Einblick in eure Reise gegeben habt. Da nicht für. Sagt man so schön. Da nicht für. Du kommst aus Hamburg, oder? Nee, aus Bremen. Aus Bremen, na gut. Oh, ja. Okay, gut. Das ist ja fast nebenan. Das ist ja fast nebenan. Jetzt wäre ich gerade so, da nicht für ist so. Ja, genau. Deswegen sage ich. Das sortiert sich so gar nicht in Richtung Berlin. Nee, war nur die letzten 16 Jahre. Okay. Ja. Gut. Ja. Ganz, ganz lieben Dank für dieses Gespräch. Also ich bin gerade überrascht, wie lange wir hier schon reden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie gesagt, wie es bei euch weitergeht. Und würde mich freuen, wenn wir irgendwann die Fortsetzung machen. Ja, gerne. Wir uns auch. Ja, so. Ja dann gute Weiterreise noch. Und ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Jo, tschüss. Tschüss. Fröhliche Weihnachten übrigens. Stimmt, fröhliche Weihnachten. Wahrscheinlich ist die Folge Heiligabend online. Das haben wir auf jeden Fall geplant. Ja. Ja, und das war das 22. Segelradio und ich hoffe, das Zuhören hat ein bisschen Spaß gemacht, und wenn du dem Spaß ein bisschen Ausdruck verleihen möchtest, dann tu dir bitte keinen Zwang an, hinterlasse Kommentare, Likes, was auch immer an diversen Ecken im Internet, ich freue mich auf jeden Fall drüber, und schau auch gerne nochmal auf der Webseite vorbei, www.segelradio.de, und da findest du auch alle notwendigen Kontaktinformationen und so weiter.